Hallo, meine Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt und schauen uns nun die Wahrheit über ApoRed an. Ich bin maximal erledigt. Wir hatten gerade davor den Take mit Mimi, Entschuldigung, Nummer 10. Übrigens könnt ihr gerne auch noch anschauen, ist auf dem Kanal schon hochgeladen. Wäre ja, auf jeden Fall geil. Ich würde jetzt nur mal sagen, ich verlinke das Video unten in der Beschreibung. Ich stelle mich jetzt aber dagegen. Das, ich weiß, das hört sich falsch an. Ihr könnt jetzt jederzeit suchen nach dem Video. Ich bin aber kein Fan mehr davon, jemanden zu verlinken, der die Wahrheit als Prank darstellt. Und nachdem ich jetzt Mimis Video angeschaut habe, bin ich erst recht davon überzeugt, dass ich hier keine direkte Verlinkung geben kann. Nicht mit einem guten Gewissen, Leute. Nicht mit einem guten Gewissen. Übrigens bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Viele Leute, die mich jetzt auch in der Community gesehen haben, haben geschrieben, sie geben ihm kein View. Ich habe viele Leute auf Twitter gesehen, die das gesagt haben, sie geben kein View, sie warten auf eine Reaction. Also ihr wisst ganz genau, schaltet meine Reaction ein, das ist auf jeden Fall richtig und wichtig. Abonniert mich auf jeden Fall, weil ich werde danach erstmal emotional in die Ecke gehen und heulen, weil ich kann nicht mehr. Das Mimi-Video hat mich jetzt schon absolut zerstört, was da Apo alles rausgehauen hat. Er ist uns ab sofort der rotgeile Corny-Mode. Also rotgeil für notgeil und corny, horny und, was habe ich, cringe. Ja, cringe und horny ist corny. Er ist im Corny-Modus permanent unterwegs. Ich kann gerade nicht mehr, ich bin gerade emotional down. Ich habe sogar angefangen mal. Ne? Es ist mein erstes Bier, es bleibt das einzige. Wir machen hier kein exzessives Trinken, obwohl ich eigentlich geistig schon so weit wäre. Das ist nicht mehr normal. Denkt dran, Alkohol ist bitte nur in Maßen und nur, wenn ihr alt genug dafür seid. Ansonsten, ihr wisst ganz genau Bescheid. Wir fangen mit dem Video an. Wir haben jetzt schon davor schon über, knapp 2,5 Stunden mit der Reaction gebraucht. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache die Musik aus. Den Geist am besten gleich auch aus. Und wir legen los mit ApoRed. Die komplette Wahrheit. Aber ich will am liebsten komplett emotionslos jetzt reagieren. Ich will mich geistig gerade echt abschalten bei dem Thema. Ich hatte sehr gehofft, dass das ein ehrliches Video wird. Oh. Oh, du hast mich gespoilert, Key Collector. Ey. Wenn Apo lügt, trägt Seki ein Maid-Kostüm. Ach, scheiße, die Wahrscheinlichkeit ist zu hoch. Finde ich gut, wie die Mimi-Reaction als erstes war und dann nach 2 Stunden und 20 Minuten zu Ende ist. War mir 5.32 Uhr gar nicht so falsch. Nee, nee, das geht hier schneller, glaube ich. Ich glaube daran. Ich glaube ans Herz der Karten. Ja. Ich habe einfach gerade einfach nur absolut... Emotional Damage! Lass uns loslegen einfach. Wo guckt er hin? Ist da, steht da schon wieder Leon Marché und ist ein Prank? Ich habe mal Leute, ab und zu auf Donnerstag meine Freunde mit einem weiteren Video, wie ihr mitbekommen habt, war das... Nochmal. Redet er einfach nur zu schnell? Ich habe mal Leute, ab und zu auf Donnerstag meine Freunde mit einem weiteren Video, wie ihr mitbekommen habt, war das letzte Video ja eine Bestrafung von wenn du Eier hast. Man kennt's. Auf lustig. Ich wollte eigentlich dieses Video auch zu diesem Thema später raushauen, wenn der Insi-Modus deaktiviert wird, aber ich habe mir gedacht, passt einfach ganz gut und wollte eigentlich das ganze Thema so abschließen. Wir haben auch extra... Ein Kompromiss, jede Lüge von Apo eine Minute im Make-Kostüm. Nein. Glaube ich, der Glaube war auch Teil der vorherigen Reaction, ja. Ich werde hier zum... Ich wusste doch, ich bin Atheist, ich kann nicht mehr glauben, geht nicht. Zitat Mimi, er redet so schnell, wie, weil sein Gehirn so wenig Sauerstoff verbraucht. What? Bewusst in dem Video Sachen reingehauen, die mir vorgeworfen wurden, die auch einfach gar nicht stimmen, wie zum Beispiel, dass ich überhaupt in Deutschland lebe, das stimmt ja erstmal nicht mal, dass ich auf Bridgegate unterwegs bin und viele weitere Sachen. Ich fand es echt krass, wie viel das geglaubt haben, aber ich habe von vorne bis hinten nur Scheiße gelabert. Mir wurde so oft vorgeworfen, ja. Warum hat dir denn jeder geglaubt? Alter. Das kannst du doch dir nicht mehr ausdenken. Carina ist jetzt schon ein das beste Beispiel, warum dir keiner glauben sollte. Das ist ein offizielles Statement, für jeden, der jede Frau belästigt, ne? Also danke, dass du unseren Ruf als Männer für, na, somit würde jeder Mann, der so unschuld auch mal ja, so bezichtigt wird, auf jeden Fall auch nicht mehr geglaubt. Also er ist auf jeden Fall ein scheiß Vorbild für jeden oder scheiß Bild für einen Mann, ne?
muss man einfach dazu sagen. Es wurden Daten oft gezeigt, die es bestätigen, ne? Dass du arm bist und alles. Also, und wo du immer genau das Gegenteil gesagt hast. Das wurde alles dir nachgewiesen, alle deine Lügen. Alter, schau dir doch die Mimi-Reihe an, du kennst die eindeutig. Das kam aus dem Mimi-N10-Video, ne? Macht das dann eine Minute, einen Tag? Nö. Die Zahl könnt ihr euch nicht leisten. Warum glaubt man dann Insimol wohl? Eventuell, weil es mal einsehen kann? Haben sogar Anwälte darauf reagiert. Interessant. Red hat hier gelabert, Red hat da gelabert. Deswegen habe ich mir gedacht, komm jetzt in diesem Video. Es werden ja sowieso wieder der ein oder andere Streamer darauf reagieren, etc. Guck mal, ich werde in diesem Video so viel Informationen droppen, wie ich wahrscheinlich noch nie in einem Video gemacht habe über mich persönlich. Ganz viel Undercover-Dinger hin und her. Warte mal. Er droppt über sich Informationen, die er noch nie davor gemacht hat. Die Chatverläufe haben schon gereicht, Bro. Jemand, der über sich permanent redet, der redet auch nur permanent über sich. Ja, auch finanziell, etc. Das habe ich bis dato so noch nie gemacht. Und ich habe mir jetzt gedacht, komm, bevor jetzt wieder irgendein Kanisterkopf oder irgendein Goofy jetzt kommt und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie gelogen wieder hier, habe ich mir ganz einfach gedacht, da kann jeder von diesen Streamer kommen und sagen, ey, da hat Red Safe gelogen und kann 20 Mille drauf wetten. Das heißt, zu dem Punkt, den ich erwähnen werde, er kann jetzt sagen, nee, das stimmt nicht. Und dann kann er 20 Mille, wie gesagt, 20 Mille drauf wetten und das Ganze überprüfen mit einem Experten, bla, bla, bla. Und wenn ich recht habe, kriege ich die 20 Mille. Könnte er gebrauchen, wahrscheinlich. Gelogen hab, 20 Minuten, no problem. Okay. Grundsätzlich, Freunde, grundsätzlich allgemein. Guck mal, Insi-Modus wurde nie abgestritten. Der Insi-Modus, der ist ja wirklich real. Und warum der Insi-Modus auch nicht weggegangen ist, ist ganz einfach. Und das werde ich jetzt hier zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier so eine Gläubigerliste. Und da ist jetzt ein Betrag vom Finanzamt. Finanzamt will nicht 3,6 Millionen. Finanzamt will 1,7 Millionen. Und jetzt ist die Frage. Finanzamt will nicht 3,6 Millionen. Finanzamt will 1. Wie gesagt, ein. Die Frage ist: Milde gleich 1000 oder Milde gleich Millionen? Jetzt weißt du es. 1,6 Millionen. Also, erstmal wissen wir, dass er dann mindestens 3,2 Millionen verdient hat. So, Piep mal Daumen, ne? Kennt man ja. Glauben wir das oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Ich werde, wenn sein Name aufsteht, mit seinem ganzen Zettel, ne, wo er auf jeden Fall verstehen kann, dass es auf jeden Fall von einem Finanzamt kommt, das wäre das Einzige, wo ich glauben würde, als Fakt. Einen Auszug von irgendwo zu nehmen oder auch umzuändern, ist ja relativ einfach. Achso, die Wette meine ich. Ich wette bei ihm nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass er lügt. Und wenn, ist es mir auch scheißegal. Ich habe keine 20 Mille. Er aber auch nicht. Was er nicht die Wette richtig habe. Kriege ich die 20 Mille? Nope. 1,7 Millionen. Und jetzt ist die Frage, warum will jetzt das Finanzamt 1,7 Millionen von ApoRED dem Allerechten haben? Ich kann es ganz einfach erklären. Weil dazu habe ich diesbezüglich auch Schriftverkehr auch vom Finanzamt bekommen. Diese 1,7 Millionen... Der kann einen Schriftverkehr führen? Was? Millionen sind das nicht irgendwie... Steuern vom letzten Jahr und etc. Das Finanzamt hat einfach eine Prüfung gemacht. Und für die Leute, die nicht verstehen, weil ihr wisst, das wird in den Schulen nicht beigebracht, ich erkläre euch, was eine Prüfung ist, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe viele Gewerbe in Deutschland angemeldet gehabt und ich habe auch viele geschlossen. Und wo ich sie dann geschlossen habe, irgendwann kam das Finanzamt und hat dann eine betriebswirtschaftliche Prüfung gemacht. Das heißt, die kommen mit der Lupe und schauen sich den Hasen genauer an, ganz sneaky-meaky, und versuchen nochmal an. Wie er auch mit seinem Slang alles ein bisschen runterspielt, ne? Also, der weiß schon, wie man alles runterspielt, der Kollege. Ganz einfach, wenn er gewinnt, will er das Geld, wenn er verliert, kann er nichts zahlen. Ist ihm dann auch egal, ist ja nur der Versuch, an Kohle zu kommen. Ja, er betrügt seine Gläubigen. Nicht mal die Gläubigen glauben ihm mehr. Alles rauszuholen, was geht. Ne? Sagen, ich glaube, da ist was nicht korrekt, da ist was nicht korrekt. Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Prüfung, da steht schwarz auf weiß, ich werde das hier einblenden, da stehen radikale Sachen wie zum Beispiel, ja, wir gehen davon aus, dass du in den Jahren 2015, 16 und 17 nochmal mit Instagram 32.000 Euro oder so Pi mal Daumen im Monat extra gemacht hast, die du dann halt nicht in die Buchhaltung eingeführt hast. Wo ich mir denke, Digga, sehe ich aus wie Pamela Reif oder was? Dass ich jetzt jeden Monat 32 Mille mit Instagram noch gemacht habe, noch 2000. Alter, der nimmt Mille mit 1000. Für mich ist eine Mille eine Abkürzung für eine Million. Deswegen heißt es Mille. Wer schreibt denn...
Wenn Sie bei einer Prüfung herausfinden, dass er 1,7 Millionen zu wenig gezahlt hat, ist es trotzdem eine eigene Blödheit, weil er schlicht nicht korrekt gezahlt hat. Ja. Wenn er verliert, dann soll man ihn nicht wörtlich nehmen. Ja, bestimmt, Alter. Das war dann wieder der Prank. Der Prank. Ja, nee, warte mal, hä? Er hat doch 20.000 gerade gesagt. Wie Pamela Reif oder was? Gemacht hast, ja. Die du dann halt auch mal mit Instagram 32.000 Euro oder so Pi mal Daumen im Monat extra gemacht hast, die du dann 32. Halt in die Buchhaltung eingeführt hast, wo ich mir denke, Digga, sehe ich aus wie Pamela Reif oder was? Dass ich jetzt jeden Monat 32 Mille mit Instagram. Okay, er hat 32.000 genommen und jetzt nimmt er 32 Mille. Ah, ist italienisch. Ja, schön, dass wir hier in Deutschland sind. Ist schon das Schlimme, dass wir immer dieses Denglisch benutzen. Aber jetzt auch italienisch, ja, praktisch. Absolut cool. Weißt du, wenn du Mille plötzlich erst 1.000 und Mille wieder Millionen, also da kommt ja keine Verwirrung auf. Nein, bloß nicht. Instagram noch gemacht habe, noch 2015, 16 und 17. Ich habe Instagram nur auf Hau hier auf lustig gemacht. In dem Dokument sieht man auch genau diese verrückten Steuerrückstellung laut Prüfung. Vorprüfung 100. Alter. Ey, ganz ehrlich, ich will gar nicht aus dem Kleinunternehmensteil raus. Dann muss ich mich auch so einen Scheiß machen. Ich bin jetzt schon einfach genervt mit dem EUR. Aufschlüsselung 31.000. 31.000. Ne, das ist Datum. Ich sehe nur noch Zahlen und denke mir an Millionen, ne? Lizenzannahmes Konzerttouren, Gangtour, Merchandise, YouTube, Instagram, Placement, Unsicherheitszuschlag. Was zum Fick ist ein Unsicherheitszuschlag? Also ich möchte auch gerne so einen Zuschlag haben, dass ich was verdiene daran. was gerade mal geschaut, Mille geht auch als Umgangssprache 1.000 im Duden, Alter, was? Daher die Frage bezüglich der Wette, ob er 1.000 oder Millionen meint. Er zeigt aber nicht, was über der Spalte steht, ja? Dadurch versteht man auch nicht, was genau hier gezeigt wird, alles. Meiner Meinung nach. Und da steht auch kein Jahr oder Zeitraum. Doch, hier 2015, 2016, 2017, das steht schon dran. Die Zeiten stehen schon dran. Es geht ja noch eh drauf ein. Ah, ja. Die Höhe der Entnahme ergibt sich aus der Zahl der Hörer auf Spotify, multipliziert mit 0,03 Cent pro Wiedergabe. Kann es sein, dass man mit Spotify gut verdienen kann? Interessant. Sehr cool. Aber es ist mal schön, sowas zu sehen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich glaube trotzdem nicht. Ist mir scheißegal. Ich mache vehement zu. Ist mir scheißegal. Schätzungen. Zum Beispiel steht hier, dass ich an 2 Gangtouren teilgenommen habe und jeweils 60.000 bekommen habe, wobei ich nur an einer mitgemacht habe. Da steht auch. Kann man nicht wirklich? Was meinst du mit kann man nicht wirklich? Und grüß dich. Dass ich durch Gewerbesteuer, Gewerbeübersicht, Vorprüfung, Lautprüfung. Unterschied. Boah, das ist aber ein Riesenunterschied. Vorprüfung, Lautprüfung. Kann es sein, dass er vielleicht ein paar Sachen ein bisschen, er hat vielleicht auch ein paar Steuergelder hinter sich. Du willst auch keine Steuerprüfung für dich sehen? Nee, will ich auch nicht. Real Talk will ich nicht. Ich habe schon ein Schreiben bekommen, weil ich aus Versehen einen kleinen Fehler, ich habe eine Zahl falsch eingetragen. Also nicht von der Höhe her, sondern ich habe ein falsches Feld eingetragen. Und deswegen fragen die, hey, warum hast du das gemacht? Ja. Steuererklärung ist nicht gerade unbedingt mein Spezialfach, muss ich zugeben. Und leider, ich brauche erstmal ein Tool, dass es leichter geht, habe ich das Gefühl. Man kann mit Spotify nicht wirklich gut Geld machen. Es reicht nicht zum Leben, für Künstler auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch auf die Reichweite an, oder? Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Aber ich meine, nur 0,03 Cent pro Klick finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Weil das ist eigentlich, warte mal, eine CPM auf ein, wie viel? Ich glaube, das ist trotzdem mehr als bei YouTube, oder? Mit den Klicks. Wenn man ernst, die Steuern aus früheren Jahren waren noch längst fällig. Er kann jetzt nicht sagen, es kommt nur von seinen letzten Firmenerschließungen, glaube ich nicht. Der, guck mal, es sieht ja aber auch aus, als wäre es wirklich gesammelt worden, was, oder? Ansonsten wäre das echt krass.
YouTube jedes Jahr ungefähr 160.000 gemacht habe, also 2015, 16 und 17. Durch Instagram habe ich angeblich fast 220.000 pro Jahr gemacht, was verrückt ist und sehr realitätsfern. Dazu gibt es noch pro Jahr einen Unsicherheitszuschlag, also diese ganze Schätzung absolut unlogisch. Das heißt, dieser Betrag 1,7 Millionen, die das Finanzamt von mir wollte, ist absolut unrealistisch, ist absolut aus der Luft gegriffen. Naja, aber sie nehmen halt den höchstmöglichen Betrag, den sie einschätzen. Ist ja klar. Dann musst du nachweisen, wie du wirklich stehst. Das heißt, du bist in der Schuld, das Ganze richtig zu stellen, Bro. Also, du bist schuld, nicht ein anderer. Du alleine bist schuld für deine Finanzen als Creator. Sag mal, wie deppert will man sein? Bei 1,7 ist der Blick mit der Lupe auch eine echte Untertreibung. Und ich glaube, da ganz ehrlich, da ist, boah, ist eventuell eine Aufstellung, aber kein aktuelles Zeug vom Finanzamt. Vielleicht nur eine firmeninterne Aufstellung, weiß man ja nicht. Stimmt, könnte ja auch sein. Daran habe ich auch nicht gedacht. Der kann überall lügen. Der ist ein Genie in Lügensachen. Also den glaube ich einfach nicht. Wenn er sagt die Wahrheit, dann gehe ich davon aus, dass er lügt. Wenn er sagt, er lügt, dann könnte ich vielleicht glauben, dass er die Wahrheit sagt. Ha! Bei seinem Prank hat sich das echt angehört. Das hat einfach keine Hand und Fuß. Ihr müsst euch vorstellen, 2015, 16, 17, ich habe meine Steuern schon längst da bezahlt. Ich habe doch schon längst die Steuern da bezahlt. Das ist schon alles fertig. Ich habe da so eine dicke Buchhaltung, alles easy. Finanzamt wollte aber... Nur weil man so eine dicke Buchhaltung hat, heißt es nicht, dass sie auch richtig ist. Was? Da steht ja nichts von Finanzamt, kein Briefkopf etc. Ja, stimmt. Hat er nicht ein bisschen... Warte mal. Der hat doch hier gerade irgendwo das eingeblendet. Das ist 16 und 17. Durch Instagram habe ich angeblich fast 220.000 pro Jahr gemacht. Was verrückt ist. Normalerweise müsstest du doch unten noch was stehen. Hast du recht? Er hat das geweißt, aber es sieht nicht so aus, als wäre es geweißt. Kann das sein? Nö. Das sieht nicht aus, als wäre es geweißt. Gut, das sieht ein bisschen ausgeschnitten aus, aber... Kann man das zusammen komponieren? Das sieht auch oft mal ein bisschen schief aus. Also von der Einheitsregel würde ich sagen, ja. Und die haben auch gesagt, ja, du hast doch keinen Widerspruch gemacht, das zählt jetzt. So eine dicke Buchhaltung, alles easy. Finanzamt wollte aber... So vieles dick ist falsch. Aber weil ich schon lange steuertechnisch nicht in Deutschland aktiv bin, natürlich noch mehr raussneaken. Und die haben auch gesagt, ja, du hast doch keinen Widerspruch gemacht, das zählt jetzt. Und deswegen war das so ein Hin und Her. Finanzamt anrufen, diesen... Ja, du hast keinen Widerspruch eingelegt. Hat die Mutter dich nicht geweckt? Jo! Ich schnapp's nicht, was will der denn hier? Schaut mal, wer da ist. Brad Pitt. Kadi! Gefunden? Oh, was geht, mein Bruder? Wie geht's dir? Wie war dein Stream? Wie war Valorant? Hast wenigstens ein paar Segel geholt? Grüßt euch alle mit Raider. Wir sind gerade hier beim allerfalschen Hasen Nummer Uno, den man nicht mehr glauben kann. Wir sind gerade schon geistig etwas, ja... Am Zerstören. Ne? Zerstören, nicht Alexa. Alter, die spinnt, ey. Die spinnt schon wieder. Oh, wie geht's euch? Wie war euer Tag? Wie war euer Stream? Erstmal willkommen, Schwinder Seki. Und ich sag einfach nur hoch die Füße, Montagsgrüße. Wir haben noch 34 Minuten. Deswegen kann ich noch den Spruch bringen. Gott sei Dank. Frech, dann Anwalt einschalten, noch einen Anwalt einschalten, hab am Ende so einen super Anwalt aus Hamburg geholt für Steuerrecht. Gott sei Dank, er hat das geklärt. Erstmal, die haben das irgendwie eine falsche Adresse geschickt, da war ich nicht mal angemeldet. Ja, das war, ging wahrscheinlich an die Adresse von der Mutter. Und sie hat halt nicht angerufen. Ist ja klar. Genauso wie Gerichtstermin. Mutter hat mich nicht geweckt. Ohne Scheiß, ich kann dir nicht mehr ernst nehmen. Ich muss halt solche... Sonst gehe ich zugrunde, sonst gehe ich geistig zugrunde, wenn ich ihn weiter so anhöre, ohne real so Scherze zu machen. Weil Finanzamt hat gesagt, nee, du hast seit 2 Wochen keinen Widerspruch gemacht, das zählt jetzt. Wo ich mir gesagt habe, was das zählt, Alter, was für 1,7 Millionen 2015, 16, 17, wollte mich verarschen, Alter. Ich habe da meine Steuern schon längst bezahlt. Ja, nee, das zählt jetzt, du hast keinen Widerspruch gemacht. Also so richtig eklig frech waren die. Aber ein Anwalt hat geklärt, der Widerspruch... Ah, da kommt schon wieder was. Ja, das zählt jetzt, du hast keinen Widerspruch gemacht. Also so richtig eklig frech waren die. Aber ein Anwalt hat... Vom Insolventverwalter in voller Höhe bestritten. Lustige Sache auch bei mir, ich bin seit 12 Jahren nicht mehr in Deutschland.
Und dann kommt ein Brief vom Finanzamt, dass ich als Autorin angemeldet wurde. Ich bin Autorin, wenn man es eng sieht. Ja, aber ich habe mich nie in der Deutschland angemeldet und muss auch da gar nicht angemeldet sein. Ich habe mich einfach selbstständig gemeldet, weil ich vor 2 Jahren von meinem Bruder was geerbt hatte und das wird steuern musste. Deshalb muss ich jetzt wieder eine deutsche Steuererklärung machen, muss Vorauszahlung tätigen und mich dann wieder abmelden. Dann bekomme ich das Geld von der Vorauszahlung wieder. Steuersinger, Alter, boah. Ich freue mich, wenn ich irgendjemand habe, bald mal irgendwann in der Zukunft, in hoffentlich naher Zukunft und nicht in ferner Zukunft, der das Ganze für mich klärt und vielleicht mir auch einfach erklärt. Weil ganz ehrlich, diese Steuersprache ist mir einfach zu nervtötend. Warum haben die das alles so kompliziert geschrieben? Damit sie Jobs schaffen und damit der einfache, normale Bürger nicht sofort gleich alles versteht. Ich verstehe schon grob, worum es geht, aber ja. Wie können die mich in Deutschland als selbstständig anmelden? Kapiere ich bis heute nicht. Ja, das ist schon etwas seltsam. Dafür brauchst du mindestens Ausweis. Hat geklärt. Der Widerspruch galt dann? Gesamtverforderung von Insolvenzverwalter in voller Höhe bestritten, okay, ja. Mein Finanzamt war ein bisschen goofy, hat das einfach eine falsche Adresse geschickt. Dementsprechend galt mein aktueller Widerspruch. Das heißt, damit man das einfach kurz fasst, knackig einfach beschreibt und einfach on the point, der Insi-Modus wird einfach fucking deaktiviert. Das Finanzamt wollte einfach Geld von mir haben, was denen eigentlich gar nicht zusteht. Und jetzt zum Thema Steuern. Mama, das sagst du jetzt, Bro. Das sagst du jetzt, Bro. Ja, Stand 22, ne? Er hat nur widersprochen. Das heißt nicht, dass es richtig ist, ne? Also das muss man auch dazu bedenken. Er hat das schon geschickt. Er hat das schon geschickt umgespielt, ne? Dann sage ich eine Sache. Ich zahle seit 5 Jahren keine Steuern mehr in Deutschland. Ich bin schon längst raus aus dem deutschen Steuergame. Schon längst. Und ich werde auch gleich da ein bisschen detaillierter reingehen, wie ich das alles immer so ein bisschen gemacht habe mit Deutschland und etc., ne? Wirtschaft. Grundsätzlich muss ich euch eine Sache sagen, Freunde. Wer sich ein bisschen mit Wirtschaft in Deutschland auskennt, der weiß Bescheid. Stellt euch mal vor, ich habe 100 Millionen Euro Schulden beim Finanzamt. Stellt euch mal nur das vor. Trotzdem würde ich nicht broke sein. Wisst ihr warum? Ich sag euch warum. Ein riesengroßer Influencer, sagen wir mal, er ist jetzt ein riesengroßer Influencer, okay? Er hat jetzt 100 Millionen Schulden beim Finanzamt. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt einfach, ich bin broke. Ich kann nicht zahlen. Und das Digga, Deutschland macht nichts. Du wirst nicht in den Knast reingesteckt. Du sagst einfach Insi, dann sagst du einfach Restschuldbefreiung und parallel öffnest du einfach ein neues Gewerbe, eine GmbH oder was auch immer, und dann machst du einfach dein Business darüber weiter. Und so funktioniert das. So machen das voll viele in Deutschland. Also, ich bin wirtschaftlich, habe ich nicht ganz so dieses Know-how, das gebe ich zu. Aber das, was er jetzt hier gerade beschrieben hat, klingt mehr als unlogisch. Weil im Grunde, du machst Verluste, das Geld ist weg. Du musst doch irgendwie da wieder entgegenkommen, ne? Also, so einfach ist das nicht. Das macht hinten und vorne keinen Sinn. Warum? Weil, wenn das so einfach wäre, würde das ja jeder machen. Da wäre ja jeder kurz mal selbstständig, versucht was, macht hunderttausende Verluste, ja, Insolvenz kurz, macht ein neues Geschäft aus, macht wieder weiter. Das macht gar keinen Sinn. Alter. Ich muss hier kein Finanzexperte sein, um zu raffen, dass hier irgendwas hier. Da riecht der Braten falsch. Das ist doch ein falscher Hase. Ah. Gut, ich zweifle so oder so an allem, was er sagt. Das hat er verdient. Ne? Dass man an alles, was er sagt, zweifelt. Die 100 Mio müssen wir uns nicht vorstellen. Die hat er ja natürlich, ne? Wir haben das gemacht, weil ich von meinem Bruder Tantem geerbt hatte von seinem letzten Jahr als Schreiberling für Online-Magazin. Okay. Interessant. Eigentlich müssten wir mal da privat mal ein bisschen talken. Das hört sich interessant an auf jeden Fall. Und so ein Quatsch. Du musst einen Offenbarungseid leisten und alles angeben, was du verdienst. Und hab schon Schulden in Deutschland gehabt. So ein Lügner und so schlecht gelogen. Ja, ja. Kein Prank. Mhm. Sure, Bro. Sure. Jemand, aber ein großer Influencer hat natürlich den Vorteil, er hat behindertste Reichweite. Er kann einfach easy weiter Money verdienen. Und jetzt ist hier ein großer Influencer und jetzt ist hier nochmal Apo RED. Das heißt, so dumm und so arrogant, wie es klingt. Alter, ich habe gar keine Reichweite, aber ich weiß ganz genau, dass ich weitaus mehr Klasse habe als ein Apo RED. Da ist ein großer Influencer. Wir nehmen jetzt einfach mal schön Montana Black, Addo Trick, wir nehmen Trimax, wir nehmen Papa Platte, wir nehmen Kuchen TV, wir nehmen Gronkh. Das sind große, geile Influencer, jeder auf seine eigene Art und Weise. Es gibt natürlich, jeder hat irgendwo vielleicht mal eine Kerbe am Pfosten, außer Gronkh. Der ist ja auch nicht rechts, ne?
Weißt du, ich sehe hier so die großen, krassen YouTuber und Influencer und dann ab da oben, ja klar. Hey, er schwört dir auf Gott, er ist es ja selber wohl, ne? Ich muss mich gerade hier von der Lautstärke zügeln. Alter, ich würde schreien, weil ich, Alter, ist der verpeilt, Mann. Diese Wahrheit ist ja noch schlimmer als der Prank selber. Alter, der Prank war noch wenigstens schön. Ja, der alle echte, rotgeile Cringe-Master. Corny-Master. Boah, Alter, ich muss vor Lachen gleich pinkeln. Warum habe ich mir kein Stadionkumpel angezogen? Ein Apo-RED kann in Deutschland gar nicht broke werden. In dem Sinne, selbst wenn ich alles verlieren würde oder alles in Partys ausgegeben habe, was Gott sei Dank nie der Fall war. Nennt man das nicht eigentlich auch einen Steuerflüchtling dann? Einfach INSI, neues Gewerbe, GmbH, whatever, UG, alles darüber laufen. Jetzt mal Real Talk. Wie gesagt, er hat Schulden und ist nach einem Ausland geflohen. Ist das nicht Steuerflüchtling? Jupp, nennt man, okay. Hätte ich jetzt so definiert. Ich kann aber nicht sagen, ich kann es nicht beweisen. Vielleicht vorab, Leute, ich kann nichts beweisen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, mir glaubt man mehr als ihm. Top, Freunde, für mich persönlich ist es das Einfachste. Wenn ich jetzt ein bisschen Gaming mache, Fortnite, wollten ja viele, dass ich Fortnite mache. Wenn ich ein bisschen Musik mache, Musik lief immer gut. Auch Streaming, etc., obwohl ich nicht mal krasse Marketing-Agenturen oder sonst was habe. Also Musik lief auch immer gut. Und warum? Du hast doch deine eigene Firma gegründet mit allem möglichen drum und dran. Da hast du bestimmt auch eine Marketingfirma, die Millionen verdient. Eindeutig. Nennt man aber auch die, die keine Schulden haben, aber Steuern sparen wollen und deshalb woanders hinziehen. Beziehungsweise wirtschaftlich Flüchtling, weil besserer Arbeitsmarkt. Unterhaltung und dann kann ich noch Streaming dazu machen. Also ich könnte jetzt so einen super Social Media Bunch machen und könnte auf entspannt, auf locker. Könnte. Er könnte seit Jahren das machen. Hm. Warum macht er das seit Jahren nicht? Interessant. Da steckt doch irgendwas dahinter. Reno könnte ich 5- bis 6-stellig verdienen. Und wenn da jetzt irgendein Streamer sagt, ja, das ist Cap, das ist Schnack, dann lügt euch an. Das ist absolut. Mit der Reichweite kann man so viel verdienen. Das würde ich jetzt auch nicht abstreiten. Ob du das machst und vor allem, ob du das Geld behalten darfst, ist die andere Frage. Aber er ist lieber im Insi-Modus. Absolut easy. Also wirklich, das ist für mich das Einfachste. Das Einfachste für mich ist irgendwie 50, 60, 70, 80, 90, 100.000 Euro mit Social Media zu machen. Das ist für mich gang und gäbe gefühlt. Ich habe einfach eine Million. Das Einfachste. Millionen Reichweite, ich habe eine starke Community. Ich bin einfach ein lustiger Hase. Also, ich bin fucking guter Unterhalter, ich bin ein behindert guter Spieler. Ich habe alle Kompetenzen in Gottes. Schauspieler, ja, du bist ein behindert guter Schauspieler. Da hast du recht. So viel, wie du gelogen hast und das auf deinen Gott geschworen hast, bist du ein behindert guter Schauspieler. Und damit meine ich nicht behindert für Handicap behindert, sondern du hast einen Knacks weg. Geh mal zu Psychologen und lass dich bitte mal untersuchen, weil irgendwas stimmt hier hinten und vorne nicht bei dir. Das Spieler kann man streichen. Hat er mal auf seinen Views im Video geschaut, dann verdient KuchenTV genauso viel. Das heißt, wenn ich wirklich broke wäre, Digga, einfach neues Gewerbe gründen, Social Media durchziehen. Sagt er jetzt gerade, wenn er broke wäre? Bam, bum, bing. Ganz easy. Das heißt, rein theoretisch gesehen kann ich gar nicht broke werden. Ich könnte in einem Monat so viel aufbauen und so viel verdienen und nach 3, 4, 5 Monaten bin ich schon top, was auch immer, 0,1% in Germany. So, lange Rede, kurzer Sinn. Insi-Modus wird auf jeden Fall bald deaktiviert. Ich mache mir auch da gar keinen Druck. Meine Einnahmen laufen schon seit Jahren über Malta und jetzt bald über Dubai, deswegen gar kein Stress. Das Finanzamt macht jetzt eine... Warte mal, hat er gerade irgendwas... Ich weiß gar nicht, ist das erlaubt, über andere Kanäle sein Geld zu ziehen und somit das Geld? Wie gesagt, ich bin wirtschaftlich gesehen, was dieses Wissen angeht, eigentlich nicht so drin, aber das hört sich für mich irgendwie nach Geld an, das nicht offiziell getrackt wird in Deutschland und er aber Schulden hat in Deutschland. Hm. Ordentliche Prüfung, das heißt, die gucken nochmal ordentlich und nicht mit diesen verrückten Psycho-Behauptungen, dass ich 30 Mille im Monat mit Instagram noch jeden Monat extra gemacht habe, was gar nicht stimmt. Die machen noch... Das ist schon wieder Mille. Es sind 1000. 30K oder 30 Mille, Alter. Nennen K und Mille. Das passt. Das ist Quatsch. Das wird noch viel besser mit dem Geld. Alter, ich muss pinkeln, Alter. Meine ordentliche Prüfung können die auch machen. Ich habe nie gelinkt und gezinkt bei meiner Buchhaltung. Es gibt da einige Leute, die haben dann zum Beispiel, wenn die einen Deal aus dem Ausland haben, dann lassen die das irgendwann auf irgendein separates Konto einfließen, weil Deutschland bekommt das nicht mit. Aber sowas habe ich noch nie gemacht.
Er hat doch gerade über Dubai und über, was hat er gesagt? Hat er nicht gerade selber das gedroppt? Das nächste Mimi-Video wird das legendärste wahrscheinlich. Das ist der Abschluss, oder? Das ist im Grunde wirklich die Hinrichtung seines Social Medias. Ich sage extra Social Media, nicht er selber. Und es ist auch keine Androhung oder sonst irgendwas. Und auch keine Ruf dazu aus. Lasst ihn einfach, ignoriert ihn einfach. Ignoriert ihn einfach. Ihr könnt ihm meinetwegen noch den View geben, ist auch scheißegal. Dann kriegt er nochmal seine, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro. Davon leben kann er auch nicht lange. Nicht bei seinen Ausgaben wahrscheinlich. Und seinen Schulden natürlich. Er gibt quasi zu, dass er seine Schulden nicht zahlt und das Geld woanders schafft. Was ich nicht glaube, er ist pleite. Die Zerstörung des Apparats ignorieren klappt ja super. Ich bin Influencer. Ich bin Streamer. Ich bin Reaction-Streamer auch gerade hauptsächlich zu meisten Teilen. Und dass wir diese Thematik mal aufnehmen, ist klar. Und ich überziehe jetzt heute auch mal länger. Muss ich ja wohl. Wir sind erst bei Minute 7. Und ich muss immer noch pinkeln. Die Pisse, ich hatte die 20.000. Da könnte mein Verdienst gebrochen. Alter, der ist so lost. Als Siki würde ich das auch mitnehmen. Ach, die Buchhaltung ist clean. Ich mache, glaube ich, YouTube seit 10 Jahren oder so. Ich habe jede Rechnung aufbewahrt. Also ich habe jede Rechnung aufbewahrt. Wenn ich jetzt in einem Restaurant war. Aha. Jede Rechnung aufbewahrt, aber verpasst das Schreiben von irgendwas. Wieso glaubt man ihm einfach nicht? Direkt Bewirtungsbeleg. Irgendwelche Sneaker, direkt Rechnung genommen. Alles, egal, ich habe immer alles, jede Rechnung, alles genommen, wie ein kleiner, süßer, deutscher Hase. Richtig, ganz stramm. Nicht jetzt wie die anderen YouTube-Kollegen, die haben einfach alles ausgegeben und am Ende kommt Finanzamt und sie sind am Arsch. So Gott sei Dank. Welche anderen? Ich kenne nur gerade Tanzverbot, der Probleme hatte mit Steuerschulden. Interessant. Welche anderen YouTuber? Und bist du nicht immer noch ein Insi-Modus? Dann war ich nie unterwegs. Wenn wir schon bei Zahlen sind, ich kann ja ungefähr raushauen, wie viel ich mit YouTube verdient habe. So, YouTube mache ich seit ungefähr 2011 oder 12, ich weiß es nicht mehr. Was will man mit der Restaurantrechnung? Im Grunde, wenn du beruflich essen gehst, brauchst du die Restaurantrechnung. Er meinte damit, er kann alles nachweisen, wie viel er ausgegeben hat und alles eingenommen hat. So war das wahrscheinlich gemeint. Glaubt ihn halt trotzdem keiner. Nicht mal das Finanzamt glaubt ihn und die sind bürokratisch unterwegs. Call of Duty Modern Warfare 3 Zeiten. Ich habe so ungefähr Pi mal Daumen zwischen 6 und 10 Millionen mit YouTube gemacht. Also zwischen 6 und 10 Millionen Umsatz. Aber jetzt sagt er Millionen. Er hat das bewusst gemacht. Er hat doch mit Absicht Mille genannt. Jetzt sagt er 6 bis 10 Millionen hat er Einnahmen gemacht, ne? Sneakers sind doch nicht absetzbar, aber er hat zum Beispiel einen Prank gemacht mit einem Sneaker. Also wäre das dann Arbeitsmittel. Oder auch die Hintergrundkulisse ist Arbeitsmittel. Die Maske? Bei mir ein Arbeitsmittel. Witzigerweise. Kann ich so sagen. Kein Witz. Ja, der macht das mit Absicht so konfus wie möglich, damit du ja nicht genau verstehst. Er hat jetzt gesagt 6 bis 10 Millionen. Aber ich glaube, er hat sowas gemeint wie 6 bis 10.000 pro Monat. So hätte ich das jetzt interpretiert. Aber das ist das Schlimmste, ich kann schon interpretieren. Ja, die Wahrheit und bringt aber keine gescheiten Sätze raus. Und Gewinn. Und das sag ich, denn ein Bierchen schon interessant. Ist ungefähr 80-90%. Ist halt einfach so. Ist halt ein sehr hoher Gewinn, alles digital, whatever. Vergiss auch nicht, was ich zu Anfang des Videos gesagt habe. Wenn jetzt irgendein Streamer kommt und sagt, ja, Red Safe Cap, was er da sagt, er kann kommen, er kann einen professionellen Hasen holen, er kann das Ganze überprüfen, ob ich geschnackt habe oder nicht. Und wenn ich recht habe, gib mir 20 Mille. Wenn ich recht habe, nimm 20 Mille. Also, wenn du nichts hast, kann man nichts bekommen. Bevor jetzt irgendein Streamer kommt und sagt, Cap, ich übertreibe, ich brauche gar nicht übertreiben, ich brauche nie übertreiben, ich habe es gar nicht nötig. Ich könnte auch sagen, ich habe 20 Minuten verdient, habe ich aber gar nicht. So, auf jeden Fall irgendwie zwischen 6 und 10, whatever. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Steuern habe ich gezahlt? Jetzt kommt's, jetzt müsst ihr euch anschneiden. Wie viel Steuern habe ich gezahlt in meiner Germany-Steuerzeit mit diesen YouTube-Geschichten, whatever? Ich sag's jetzt, Freunde, vielleicht 300-400k. Ich habe vielleicht 300-400k Steuern gezahlt, obwohl ich halt so viel verdient habe. Und jetzt denken sich viele, Digga, was? Wie geht das? Jeder andere YouTuber, der jetzt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Millionen gepaid, ich habe einfach nur 300-400k. Und das ist ja alles in der Buchhaltung, ist alles da. Ich habe nie viel Steuern gezahlt. Und ich habe ja gesagt, heute haue ich ja Insider-Infos raus. Wir gehen jetzt back in die Vergangenheit. Ich habe damals mein Abitur gemacht. So, ich war relativ jung, 17 Jahre alt, 18 Jahre alt, whatever. Afghanische Eltern, so aus meiner Generation, die sind schon
strong und ich bin irrelevant. Ich bin in so einer Akademikerfamilie. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter ist Ärztin, noch immer tätig. Der hat zweimal Medizin studiert, einmal Gynäkologie und einmal allgemeine Medizin, sogar noch vor kurzem abgeschlossen. So. Das heißt, der Druck ist sowieso da bei mir. Entweder du wirst Ingenieur, Arzt oder Rechtsanwalt oder was auch immer, oder du gehst ja nach draußen. Ich dachte, das wäre Architekt. So, das heißt, das war sowieso schon mal klar. Das wäre auch wahrscheinlich der Weg gewesen, hätte ich jetzt nicht mein Business gemacht. Ich hatte aber gar keinen Bock darauf. Ich bin ehrlich, ich hatte gar keinen Bock auf Ingenieurswesen und hier und da und dort. Also habe ich mir gedacht, komm, ich mache mich selbstständig. Jetzt parallel zur Abi-Phase. Und ich habe nicht YouTube gemacht. Also ich habe YouTube gemacht später, aber das war jetzt nicht für mich irgendwie eine Geldeinnahmequelle. Das kam auch vorher später und ich wusste auch gar nicht, dass man mit YouTube Geld verdient. Das kam alles später. Ich habe erstmal Amazon gemacht. Da war Amazon gefühlt noch brand new. Das heißt, ich habe irgendwelche kleinen Waren geholt, ob es jetzt irgendwelche Unterwäsche ist und Socken und Sonnenbrillen, alles selbst produziert und dann lieber darüber verkauft. Weil ich habe meinen Eltern gesagt, ey, komm, ich will ein Jahr Selbstständigkeit probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann geh studieren. Aber ich will es ein Jahr probieren und wenn es klappt, dann fokussiere ich mich darauf. Weil ich bin so... Ich fokussiere mich jetzt auf die Toilette, Alter. Ich kann gar nicht. Auf der Toilette kommt vermutlich auch Sinnvolleres raus als auf dem Video. Aber er labert so viel Irrelevante. Er will ablenken. Er will nicht fokussiert bleiben. Er will extra eine Story darum bauen, um es besser zu verkaufen. So jung, ich kann studieren, wenn ich Bock habe, whatever. Parallel habe ich auch YouTube gemacht. Ich habe Gaming gemacht, ich habe Call of Duty gemacht, wie viele aus der Call of Duty-Szene sind, wie zum Beispiel Montana Black, InScore, whatever, ne, ganz viele, auch meine Homeboys. Irgendwann habe ich gemerkt, Digga, damit verdient man auch Geld. Ich habe Gaming gemacht, Call of Duty gemacht, habe die ganze Szene auseinandergenommen, wissen einige auch Bescheid. Irgendwann hat mir das Spiel keinen Spaß mehr gemacht, also habe ich mich entschieden, Real-Life-Content zu machen. Ich habe mich auch mehr gezeigt und man hat gesehen, apropos Idee, sehr stylischer Hase, ihr wisst doch, diese Black-Fashion-Style, so all black mit rote Schuhe, hau, hi, ha, ha, ich war so ein bisschen so da. Oh, alles schwarz und rote Schuhe, yay. Vorreiter da, das kam so ein bisschen aus Amerika und ich war so der erste Bekannte, einer der ersten Bekannten aus Germany, von den Boys, die jetzt den Hasen gerockt haben, diesen Style. Ihr müsst euch das vorstellen, ich habe zu dem Zeitpunkt vielleicht ein paar hunderttausend Abonnenten gehabt. Ich habe mich jetzt hier so auf Black Fashion mäßig angelehnt und ich habe dann einen Deal gehabt mit einer Firma. Ich habe für die geworben, die haben Klamotten verkauft, die haben diese Black Fashion Sachen verkauft und ich habe eine Provision bekommen von 10%. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann so Videos gemacht, habe dann den Link in der Beschreibung drin gehabt, von den Klamotten, die ich dann hatte, was auch immer. Diese 10%. Falls ihr fragt, warum ich hier rumschaue, ich suche etwas Relevantes. 10%. Wisst ihr was dann? Ach komm, ganz ehrlich, ich habe schon echt komische Sprüche gebracht, aber der war gut. Ihr müsst zugeben, der war gut. Teilweise rauskam 10.000 Euro, 15.000 Euro, 20.000 Euro Provision. Jeder würde sich denken zu dem Zeitraum, oh mein Gott, das ist todesviel Geld, ich werde jetzt rich damit. Ich dachte mir, Digga, was?
Dicker, was? Wie viel hat jetzt gerade die andere Seite gemacht? Also die Firma, für die ich geworben habe, die Klamottenfirma, hat einfach zwischen 100 und 200.000 Euro Umsatz gemacht, nur durch meinen Link. Jetzt muss man sich vorstellen, wie viele sind noch dazugekommen, die jetzt über die Mundpropaganda kamen oder durch irgendwelche Empfehlungen, was auch immer. Also die haben wahrscheinlich 300.000, 400.000, 500.000 Umsatz gemacht in einem Monat durch meine Werbung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und das noch mit einer, gerade nicht mal mit mir. Where are the facts? Where are the facts? Du sagst die Wahrheit. Ich kann alles nachweisen. Du hast alles aufgehoben. Und du, Dulli, ich sag jetzt einfach Dulli, ich muss das Wort jetzt verwenden, weil ich langsam mich fast nicht mehr zurückhalten kann. Du, Dulli, haust nicht mal irgendwas raus, was faktisch nachweisbar ist. Wen willst du hier verarschen? Wahrscheinlich ganz YouTube Deutschland. It's a prank, bro. Ich bin froh, dass ich ein Bier-Intus habe, weil, wow. Ich wüsste nicht jetzt, wenn ich so richtig ernst bleiben würde, ob ich dann mich zurückhalten könnte. Weil Dulli ist jetzt schon für mich eigentlich ein Wort, das ich nicht unbedingt gerne verwende, weil das ist ein komisches Wort. Aber ja, das soll ungefähr zeigen, wie, what the fuck. Seine Views sind aber echt mies. So viel kann er gar nicht mehr verdienen. Ein Kasten wäre angebracht. Ja, der Kasten ist unten, aber ich warte bis zum 23. Da ist unser traditionelles Weihnachtsfest angesagt mit Feuerzangenbowle. I love it. Das Feuerzangenbowle ist einfach geilomatico. Das hat so viele Umdrehungen, damit bist du nach einem Becherchen schon gut weg. Das Einzige, wo ich widerstehen muss, ist, ich darf keine Zigarette in den Mund nehmen. Also wie gesagt, die Teile sind hier immer noch trotzdem schädlich, aber ohne Nikotin. Traditionelle Kasten Bier trinken. Du, ich habe unten noch Festbier, also von daher. Dann kommt das Make-Kostüm. Nee. Kiwi hatten am Samstag, wie gesagt, sau viel Spaß gehabt. Hätte bestimmt auch Spaß gemacht. Wir waren bis 5.30 Uhr morgens im Discord und haben so viel Scheiße gelabert und auch ein paar Bier schön getrunken und... Hätte dir bestimmt auch Spaß gemacht, wenn du so auch so ein verrückter Kerle bist wie wir. Alles gut. Nur Samstag, aber das ist auch der einzige Tag, wo man wirklich dann auch mal entspannen kann und wo man auch ein Bier hinzischen kann, voll auf der echte Hase und so. Ui, hab Weihnachtskonzert gespielt. Schön, also du bist ein musikalischer Hase. Also. Millionen Reichweite wie heute, sondern eher so mit ein paar hunderttausend. Das ist krass gewesen. Also habe ich mich entschieden, als genialer Fuchs, ich muss Klamotten machen. Ganz klare Nummer. Ich habe sowieso die Leidenschaft dafür. Das ist aber cool. Das ist echt cool. Hab nicht damit gerechnet, dass Dicke plötzlich auf dem Tisch tanzt. Warum nicht? Also habe ich mich mit guten Freunden aus Hamburg entschieden, komm, wir gehen jetzt nach Paris, wir holen uns Inspiration und wir machen eigene Klamotten. Die meinten, okay, komm. Und ich meinte, okay, komm. Ich habe mich erstmal auf Sweatpants und auf Hoodies konzentriert. Dann, als wir unsere Inspiration gesammelt haben, sind wir nach Easty gegangen, haben uns... Das war ja der Offstream. Das war ja wirklich private Discord-Call-Runde. Darum ging es ja, damit wir auch mal im Privaten ein bisschen so chillen. Weil im Stream ist es immer ein ganz anderes Verhältnis als Offstream, ne? Muster genommen, haben eigene Schnitte gemacht, haben eigene Designs gemacht. Here we go. Die Brand wurde gegründet. Die hieß dann erstmal hieß sie Bricks. Wir haben Sweatpants produziert. Bricks. Was ist Bricks? Ich schreibe mal Bricks mit B-R-I-X. Grad Bricks oder Grad Bricks Fischer. Seine Maßeinheit. Aha. Wie schreibt man denn Bricks? Interessant, welches Bricks davon? Bricks Grundlagen wissen. Wie Marke B-R-I-C-K Bricks. Klemmbausteine. Interessant. Wie schreibt man denn das Bricks? Sehr interessant. In vier Farben. In schwarz, in khaki, in... Da muss ich Mimi konnte... kontaktieren für den Videomitschnitt. Ah, Blue Bricks, okay. Das hat er wirklich gegründet? Das weißt du? Also bei mir kommt irgendwie... Bei mir kommt Panzer und sowas. Nein, Klemmbausteine sind Blue Bricks. Achso, das meinst du. Ja, das, nee, aber welches Bricks davon?
beige und was auch immer, so ein Bordeaux-Rot. Und wir haben noch so Veluhoodies produziert, die waren in der Zeit in einem großen Hype wegen BRIX, oder? Das ist doch... Hoodie Rix. Das ist Red Bricks. Der ist schon fast gut. Komisch, ich finde dazu jetzt irgendwie auch nichts. Ja, nee, aber normalerweise, du findest alles im Internet. Das geht nicht einfach verloren. Ich finde aber nur Bricks. Aber kein Bricks. Interessant. Wir müssen eigentlich nur auf Mimis Video warten. Der kriegt das schon. Kanye West, whatever. Die haben wir natürlich nicht in 100-fachen Mengen bestellt, sondern in maximal 1000-fachen Mengen, weil wir auch wussten, ich habe die Kaufkraft, ich habe die Reichweite, ich habe alles da. Man hat es ja schon vorher gesehen. Ich habe aber nicht erstmal eine Website gemacht. Ich habe es erstmal über Amazon reingestellt. Ich habe auch parallel zu YouTube immer Amazon gemacht und ich hatte irgendwie nicht so diesen Gedanken, eine eigene Website zu machen, sondern einfach alles über Amazon reingestellt und auch die Logistik auch über Amazon. Ich habe Geld genommen von meinem Amazon-Business, ich habe Geld genommen von meinem YouTube-Business und ich habe das voll reingesteckt in Klamotten. Ihr müsst euch vorstellen, das war mega viel Geld. Also produziert mal 10.000 Klamotten für A, sagen wir 13 Euro das Stück. Das sind einfach mal 130.000 Euro Produktion. Das war schon hart. Dann kommt das erstmal nach Hamburg an. Ich habe das dann bei meinen Eltern gelagert im Keller. Man musste jedes einzelne Produkt nochmal mit einem Code etikettieren, sodass es ganz easy über das Amazon... Ich suche die Fakten. Wo sind sie? ...ein Fulfillment-System läuft. Perfektes... Ah, oh, scheiße. Das habe ich dann mit einem Code etikettieren, sodass es ganz easy über... Das ist auf jeden Fall eindeutig das Bild, was ich... ...macht mit meinem älteren Bruder, mit Freunden... Scheiße. ...über... Das brauche ich auf Snippet. Das brauche ich auf Snippet. Nehme ich gleich mit. Das kommt auf jeden Fall im Video 97. Apurat. Nein, ja. Das kann ich dann nutzen für Thumbnail. Ich lüge nie. Weißt du, sowas kommt dann. Das Amazon Fulfillment-System läuft. Das habe ich dann gemacht mit meinem älteren Bruder, mit Freunden. Dann haben wir 1000 Produkte etikettiert wie Penner und haben es dann von Amazon abholen lassen. Ja, irgendwann habe ich dafür geworben und so wie Gott wollte, direkt so viele Sachen waren ausverkauft. Obwohl wir haben in tausendfachen Mengen produziert. In tausendfachen Mengen. Und trotzdem war einfach alles relativ schnell sold out. Erstmal die Hose in schwarz, dann die Hose in Khaki, dann Hose in beige. Ja, klar, da hat es schnell umgesetzt. Mit Punkt und Komma kannst du Frame für Frame durchgehen. Bah, kein Bock. Und dann die Hose Bordeaux. Ich habe behindert Schock bekommen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mit YouTube gut fünfstellig verdient. Lass es 30, 40, was auch immer sein. Aber das erste Mal habe ich dann sechsstellig verdient. Also richtig knallhart. Und ich dachte so, what the fuck, Alter. Also mit YouTube kannst du auf jeden Fall gutes Geld verdienen, auch mit Amazon. Aber mit interessant, hat bis jetzt nur einen kleinen Auszug gebracht. Ich glaube, das... Wie gesagt, ich kann ja nicht anzweifeln, dass er Wahrheit sagt. Aber ich kann zweifeln, dass er die... Ich kann nicht anzweifeln, dass er lügt. Ich kann aber auch nicht anzweifeln, dass er Wahrheit sagt. Aber er lügt jetzt einfach mal. Das sage ich einfach pauschal, weil im Grunde, er hat bis jetzt noch nichts bewiesen. 0,000. Klamotten habe ich gemerkt, wow, das ist der wahre Hase. Also was habe ich natürlich gemacht? Ganze Geld wieder genommen, wieder neue Produktion, bla bla bla. Wir haben das ganze Label umgebrandet, dann hieß es von Bricks auf Deadstock. Ist vielleicht für den einen oder anderen Hase. Wir haben das ganze Label umgebrandet, dann hieß es von Bricks auf Deadstock. Deadstock war das. Oh yeah. Ich bin der Kugelhase. Stock. Erfahrung. Deadstock Switzerland habe ich gefunden. Ja, das war das doch. Ja, genau, das war das mit dem Gewinnspiel, gell? Geil. Oh, nice. Ja, dann kann ich hier plötzlich was anderes. Dann finde ich eine App. Dann finde ich eine andere Marke, die auch Deadstock heißt, aber die hat ein ganz anderes Design. Mit sehr vielen Reklamationen übrigens. Aber das ist nicht das, glaube ich. Ich finde dazu nichts. Alter. Ach, das war das, genau. Oh Gott. Okay.
ist vielleicht für den einen oder anderen Hasen ein Begriff. Die Klamotten, Bombe. Ich habe immer alles persönlich designt, ich habe immer alles cool gemacht, immer nach Istanbul gegangen, deswegen bin ich auch oft in Istanbul, ne? Ich chill halt nicht nur hier, ich mache auch meine Sachen so. Ich habe auch meine Produktion hier. Immer hier parallel zu YouTube und zu Amazon noch gesagt. Ach, der ist jetzt in der Türkei, oder was? Ach, der hat die Produktion in Istanbul. Alles klar. Ich habe meine Klamotten gemacht. Irgendwann kam dann ein Video von dem Herrn Newstime, ein News-YouTuber, und sagt dann, ApoRed, der kleine Zinker, der ist hier bei Deadstock selber drin. Ich habe ja mal nachgeforscht, guck mal, der ist der Gesellschafter. Und ich denke mir, oh, Digga. Laut einer weiteren Quelle ist ApoRed selber Gesellschafter bei der Deadstock GmbH. Ich habe halt nie gesagt, dass ich in diesem Unternehmen drin bin. Nicht aus dem Grund, weil ich verheimlichen wollte oder sonst was, sondern einfach, ich weiß ja nicht, wie lange ich YouTube mache. Und ich will nicht, dass eine Brand, in der ich beteiligt bin, von meiner Internetpräsenz lebt. Versteht ihr das mal? Irgendwann kann ich aufhören. Und dann würde die Firma davon einen großen Schaden davon tragen. Und das will ich gar nicht. Deswegen lieber so als dritte Person unabhängig. So ist es meine. Also da waren nie irgendwie böse Absichten, aber es ist halt immer... Ja, nichts klar, ne? Oh, ich bin mir da nicht ganz sicher. Besser seine Business einzuhalten. Das ist halt einfach so. Man muss doch nicht alles hinausposaunen. Ja, man muss nicht alles hinausposaunen. Man muss seine Geheimnisse behalten. Ja, das nennt sich Lügen. Es war vorher ein Einzelunternehmen. Später hat es dann zu einer GmbH umgeswitcht. Der zur GmbH. Ich musste es umbenennen. Bedauerlicherweise doch noch zu viele. Es glauben ihnen trotzdem zu viele wahrscheinlich. Und weil er so weitsichtig denkt, ist er nicht mehr dabei. Nein. Nein, nein, er ist dabei, bloß wir wissen es alle nicht. Wir wissen es alle nicht, er ist doch voll im Game drin. Er hat seine Millionen Umsätze safe. Der hat ja auch keinen Insi-Modus. Das war ja alles nur versehen. Na, also. Mimi. Du, der mit der großen Festplatte. Rette unser Dasein auf YouTube, indem du ApoReds scheinheiligen Aussagen widerlegst und ihn faktisch in den Boden rammst. Ramspopo. Und muss es dann löschen. Und dann habe ich es nochmal neu eröffnet. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen, nichts mehr auf meiner... Habe ich nochmal neu eröffnet. Das hört sich schon sehr cringe an. Nee, sass. Sass war das Wort. Das hört sich sehr sass an. Anzumachen. Gar nichts mehr. Die Anteile haben dann immer Freunde von mir gehalten, auf Vertrauensbasis. Weil ich hatte gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Geschichten gehabt. Aha, also... Der ApoRed, der einzig wahre Geniestreich Nummer 1, auf Vertrauensbasis irgendwelche Anteile einer Firma behalten, die wohl Millionen verdient. Klingt ja ziemlich... Macht man ja auch so. Also, na, ihr kennt das Sprichwort ja auch. Jeder kennt das. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wer kennt das nicht? Das hat aber nur der Hase gesagt. Ne? Also denk dran, ein schlauer Fuchs macht nichts auf Vertrauensbasis. Er ist aber auch ein Hase. Er ist ja ein Hase. Und in dem Fall ein dummer Hase wohl. Wie gesagt, wenn er jetzt lügt, ist er dämlich. Und wenn er jetzt die Wahrheit sagt, ist er genauso dämlich. Also in beiden Fällen hat er sich sogar jetzt gerade hier hingestellt und hat gesagt, ich bin scheiße. Und ein schlauer Fuchs hat auch... Hat er am Anfang des Videos gesagt. Achso, okay, also er ist beides. Er ist Schrödingers Fuchs. Dumm und schlau. Wobei das schlau auch gelogen ist, deswegen dumm und dumm. Also ist er dumm und dümmer? Das ist nur eine Vermutung, keine Aussage. Ich habe dann mal hier und da bei der anderen Firma, hatte ich dann mal so ein Treuhandsverhältnis. Das ist so eine Art unsichtbarer Gesellschafter. Das wurde aber später dann auch kompliziert, weil dann irgendwie eine neue Regelung kam. Ab 25%. Das frühe Vogelhaus fängt den Fuchs oder so. Oh, der ist gut. Ich feier den. Du bist ja dann doch wieder öffentlich einsehbar. Ich habe irgendwann aufgehört, alles, ich habe nichts mehr auf meinen Namen gemacht. Nichts. Wobei ich denke jetzt gerade immer die ganze Zeit, what the fuck say? Ich weiß es nicht, was er sagt. Ich weiß nicht, was ApoRed hier gerade, worauf er hinaus will. Alles, was er sagt, ist jetzt gerade haltlos wieder. Toll. Das Einzige, wo man hätte noch gerade noch nehmen können, ernst, sind seine Auszüge. Wenn das überhaupt seine sind. Das war das Einzige, was wir hätten noch für wahre Münzen nehmen können. Und auch das zweifeln wir an, wegen seinem Prank. Er hat sich ja selber in die Scheiße geritten. Und jetzt, er hat jetzt nur einen Fakt im Grunde, wir machen, gehen jetzt theoretisch aus, er hat jetzt die Wahrheit gesagt, er hat nur einen Fakt gezeigt. Ne? Und jetzt kann er alle Storys erzählen, weil man denkt, oh, er hat ja einen Fakt gedroppt, jetzt stimmt ja der Rest auch. Ah.
nichts. Ich habe irgendwann bei dem Modelabel ein gutes Angebot bekommen. Ich habe gedacht, komm, ich gebe es einfach ab. Habe dann mal parallel nebenbei gegen Bezahlung dafür geworben. Aber ich war da raus. Und habe dann Geld wieder investiert und bin dann ein anderes Modelabel reingesneakt. Vielleicht kann sich der eine oder andere Hase daran erinnern, dass ich mal gesagt habe, dass ich mal in einem Projekt 8.000 investiert habe. Es war eigentlich 8.200 Euro. Und das Geld hat sich bis dato, ich glaube, für 300-facht oder was auch immer. By the way, dass ich jetzt... Wer möchte jetzt ausrechnen, 8.200 mal 300 ist jetzt eigentlich ziemlich einfach, aber trotzdem, wer möchte jetzt ausrechnen? Das sind halt einfach mal knapp 3 Mios fast, 2,5 Mios. Ich bin großzügig bei ihm. Bei ihm muss man großzügig um die Wahrheit rumschiffen. Halte es prinzipiell nicht für unmöglich, dass er einen Standbein aufbauen wollte, ja? Klar, jeder wollte mal Standbein aufbauen. Ich habe auch gesagt, ja, jetzt Bitcoin, aber dann habe ich doch nicht 100 Euro in die 0,00001 Bitcoin investiert. Aber ich behaupte es lieber im Nachhinein, weil es besser klingt. Na. Wie gut es tatsächlich lief, ist eine andere Sache. Beweis dafür? Keiner. Glaube ich sofort. Danke für den super, super schnellen Einsatz. Danke dafür. 2,5 Mios. Einfach aufgerundet. Kann man machen. Weißt, bei dem Hasen kann man sowas machen. Jetzt in der Zug beteiligt war, habe ich jetzt nur gesagt, weil ich da raus bin. Ich bin aktuell auch in weiteren beteiligt, aber ich würde es niemandem verraten. Ich habe es nur ADK gesagt, weil ich es vertraue. Ich würde es jetzt allerhöchstens jetzt einen Monte noch sagen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist Cap. Ich kann einen Monte, eine Vertrauensperson, kann ich jetzt einmal mal ganz kurz die Papiere zeigen. Ne? Also Gesellschaftsverträge, Treuhandsverträge, Anteile, auf welchen Namen, whatever. Das war alles nie Geschnacke. Also generell alles, was ich grundsätzlich gesagt habe. Ich mache einen Cap, aber ohne Einsatz. Alter, ey, das ist so. Das ist die komplette Wahrheit, aber zeigt hier keine Wahrheit. IPK, den du auch angelogen hast wegen Ekarina, Alter. Ey. Witzigerweise, Monte würde ich es auch glauben. IPK bin ich immer noch ein bisschen am Zweifeln. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, mit IPK werde ich wahrscheinlich nie auf den Nenner kommen. Aber andererseits, seine Videos sind ja trotzdem zumindest unterhaltsam. Das muss man schon sagen. Ich vertraue jetzt einfach. Ganz ehrlich, ich möchte es gern sehen. Liegt es doch einfach scheiß drauf, Alter. Ich sag, das ist hier gelogen. Ich möchte es sehen. Aber ich werde die 20.000 Euro, weil es kein Wetteinsatz ist, weil wir auch hier nichts schriftlich oder mündlich machen, werde ich beschreiten. Ich sag Cap ohne Einsatz. ABK hat ja gesagt, er glaubt Apo. Aber wenn er verliert im Prozess, dann hätte er ihn gebehet. Gebet. Folglich dürfe ihm ABK auch nicht mehr glauben. Naja, aber ApoRed, man muss sagen, er ist halt ein Redner. Er redet so lange, bis du einknickst. Wenn du nicht standhaft bleibst. Oder ein bisschen interessant. Aber nie geschnackt. Ich habe eigentlich was diesbezüglich, was alles anging, eigentlich immer straight facts rausgehauen. Mir wurde immer vorgeworfen, ja, der schnackt, der hat nie Geschäfte gemacht neben YouTube, der schnackt, der hat nie Autos gehabt, der hat immer mit anderen Autos geschnackt. Aber dazu kommen wir auch noch. Der Hauptgrund, warum ich grundsätzlich wenig Steuern in Deutschland gezahlt habe, ist, weil ich halt immer mein Geld investiert habe. Das heißt, ich habe solche Geld von meinem YouTube genommen. Wenn ich jetzt 100.000 Euro oder 200.000 Euro Gewinn hatte in einem Jahr, habe ich das Geld genommen und in Klamotten investiert. Das heißt, ich habe dieses eine Einzelunternehmen, habe dann ein neues Einzelunternehmen eröffnet mit den Klamotten und konnte das Geld rüber swipen und das da ausgeben am Ende des Jahres und hab dann dementsprechend weniger Gewinn und hab dann weniger... Gefährliches Halbwissen, okay, alles klar. Das, was er sagt, kann ich in keinster Weise gerade nachvollziehen, deswegen kann ich auch dazu nichts sagen, aber egal, wie gesagt, rein klischee-mäßig, alles, was er sagt, kann nicht stimmen. Ja, Steuern gezahlt, so. Und jetzt die Autos. Die ganzen Autos, also vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hase damals, ich habe eine Zeit lang übertrieben viele Autos geholt, wie ein Wahnsinniger. Das lag nicht daran, dass ich meine Autos auf Sneakersammlung anlehnen wollte. Das lag daran, weil ich da auch wieder ein neues Geschäftsfeld eröffnet habe mit einem Kollegen, der das Ganze so administrativ geleitet hat. Und zwar Autohandel und Autovermietung, whatever. Ich war einer der... Kann es sein, dass er hier gerade ein paar Sachen raushaut, die eigentlich gegebenenfalls strafrechtlich vielleicht sogar Folgen haben könnte? So würde... könnte schon sein, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ey, ganz ehrlich, ich habe langsam geile, ich habe so das Gefühl, das könnte Mimi Elf, könnte sowas, oh, like the Messias, der Exposing bedeuten.
der erste in Deutschland, der die neueste G-Klasse gekauft hat. Ich habe den 2018 bestellt. Ich hatte einen i8 gekauft. Ich habe den S63 Coupé AMG gekauft. Alles gekauft, ne? Also nichts finanziert, geleased, was auch immer. C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, 3-4 Range Rover. Den Lamborghini von Simon Desio habe ich abgekauft für einen guten Preis. Ich habe Autos im siebenstelligen Betrag. Also Autos im siebenstelligen. Wenn er jetzt sagt, dass er Teil habe an Miles ist, breche ich zusammen. Oh Gott, da muss ich aber schon wieder auf Toilette. Siebenstelligen Wert gekauft, also Millionen aufwärts. Wie gesagt, nicht, weil ich wahnsinnig war oder sonst auch immer. Dadurch habe ich halt wieder meinen Gewinn komplett runtergestreckt und wieder muss ich dann auch weniger Steuern zahlen, Gott sei Dank. Und habe auch wieder einen neuen Geschäftszweig. Die G-Klasse zum Beispiel, die hatte ich ja verkauft gehabt. Da habe ich 32.000 Euro Gewinn gemacht, weil ich halt einer der Ersten war. Ich hatte, glaube ich, 2000... 32.000 Gewinn. Der hat auch 32.000 Euro bei Instagram gesagt. War das vielleicht der Gewinn? Ich sehe hier Zusammenhänge. Wenn er den Gewinn einfach in ein anderes Unternehmen steckt und der Gewinn dadurch für das Jahr minimiert wird und dann höhere Gewinne in dem neuen Unternehmen macht, müsste er doch auf die höheren Gewinne auch das Plus an Steuern selbst zahlen. Selbst wenn die Theorie stimmt, kenne mich bei Steuern auch nicht aus, wären Steuern irgendwann fällig. Ja, irgendwann müsste es doch fällig werden. Spätestens, wenn du alles wieder entnimmst, oder? Spätestens da doch. Der muss ja auch von irgendwas leben. Wenn er Gewinne nur irgendwo reinsteckt, aber selber nichts bei sich nimmt, da stimmt doch hinten und vorne irgendwas nicht. Ich hoffe, wir haben irgendwann so eine schöne verifizierte Aussage von einem Steuerprüfer, am besten von Mimi engagiert, weil dem glaubt man wenigstens. Ne? Ja. 20 oder 21 gehabt, das war die allerneueste G-Klasse. Und dadurch, dass ich ihn vorher bestellt habe, einer der ersten war, da wollten viele Leute aus arabischen Ländern, die wollten den haben. Ich habe den in irgendeinen Iraker verkauft für 32.000 Euro Gewinn. Also ich habe auch wirklich mit den Autos gute Geschäfte gemacht, halt mit meinen Kollegen zusammen, der ist ein Experte. Ich kenne mich auch so ein bisschen aus. Lambo zum Beispiel habe ich für 140.000 Euro gekauft. Den habe ich noch immer als Wertanlage und der kostet jetzt mittlerweile, glaube ich, 230.000 Euro. Aha, also er hat noch anscheinend Wertanlagen, hat aber Schulden und ist im Insi-Modus. Ich spüre hier die Macht des Finanzamts. Was schon extrem krass ist, oder? Das heißt, ich war sowieso, was immer Finanzen angeht, meine Ausgaben, etc., immer sehr straight und bewusst. Ich habe nie von damals bis heute so einen extremen Lifestyle gehabt, dass ich da irgendwie in Clubs gegangen bin und Flaschen geöffnet habe. Ihr habt mich in Hamburg... Stimmt, dafür kauft man sich ja teure Autos. Ist ja kein teurer Lifestyle irgendwie, ne? Auch wenn es anscheinend ein Business ist. Noch nie in einem Club gesehen. Ich war in Hamburg noch nie in einem Club. Ich habe noch nie Drogen konsumiert. Sei es Alkohol. Er sagt in Hamburg. Er hat auch extra das Wort Hamburg gesagt, oder? Ich war in Hamburg noch nie in einem Club. Er war doch schon mal im Club. Auf der YouTuber-Party. Das war doch ein Club, oder? Also war er schon mal im Club. Yo, Bro, er hat aber gesagt, er war noch nie im Club, so einen oder? Extremen Lifestyle gehabt, dass ich da irgendwie in Clubs gegangen bin und Flaschen geöffnet habe. Ihr habt mich in Hamburg noch nie in einem Club gesehen. Ich war in Hamburg noch nie in einem Club. Ich habe noch nie Drogen konsumiert. Sei neuer Titel für Mimi-Video, Finanzamt Strikes Back. Ey, es war so eine geile Kooperation mit Finanzamt. Das ist typische starre Finanzamt und da hast du Mimi und das als Kooperation, das war schon absolut witzig. Sei es Alkohol oder sei es sonst was. Ich habe nie Geld verschwenderisch ausgegeben. Nie. Bis heute. Egal wie viele... Sneaker ausgeben ist keine Geldverschwendung. Interessant. Du kannst zwar nur einen Schuh pro Fuß tragen, aber ja, nein. Alles Wertanlage und so. Ich weiß ja nicht, aber... der hat doch safe Alk getrunken. Nein, das war ich. Nie in Clubs gewesen, keine Drogen, muss er auch nicht und kann trotzdem blank sein. Was stimmt. Noch geiler. Ich verdient habe. Es ist scheißegal, ob ich 100.000, 200.000, 300, 400, 500, 600, 700.000, 800.000. Es ist scheißegal, wie viel ich verdient habe. Ich habe immer den scheiß gleichen Amount von Geld ausgegeben. Ich habe immer im Monat ungefähr 4.000 Euro ausgegeben. Miete in Hamburg habe ich immer gezahlt, so zwischen 1.600 und 1.800, ob ich jetzt in einem Haus oder in einer schicken Wohnung gelebt habe. Und für Lifestyle habe ich vielleicht max. Also der hat immer nur 1.600 Euro gezahlt, egal ob er im Haus oder eine Wohnung gelebt hat. Sagt mir ein... Also, außer es ist ein ganz schäbiges Haus, aber ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass er nur 1.600 Euro für ein Haus zahlt als Miete. In Hamburg. Und ich gehe nicht davon aus, dass er in irgendwo Außengebieten lebt, sondern eher zentraler, oder? Warum klingt das irgendwie alles... falsch. Der hat doch aber die Immobilien gekauft und nicht an die Miete da. Ja, das ist. Ey, Alter.
Der guckt aber auch immer wieder da nach oben hin. Ist es nicht schon wieder vielleicht ein Prank? Ist es ein soziales Experiment? Da wird irgendeine blöde Ausrede genommen. Und ganz ehrlich, nach diesem Video werde ich das nächste Video nicht mehr als View nehmen, sondern ich werde mir safe was überlegen, wie ich das Video bekomme. Am besten einfach abmelden. Ah ne, abmelden ist ja auch trotzdem View. Scheiße. Ich werde schon eine Methode finden, ohne das Video zu schauen, ohne einen Klick dafür zu lassen. Das garantiere ich. Sein Spickzettel. Achso, ja. Leer mal her, wieder ein Zettel, ne? Maximal 2.000 Euro ausgegeben, lass es mal 3 sein. Also ich habe nie mehr als 4.000 bis 5.000 Euro ausgegeben. Klar, es ist viel, aber für jemanden, der sechsstellig durchgehend verdient, ist es nicht viel. Und ich habe auch nie übertrieben, wie andere YouTuber oder wie andere Influencer oder wie andere Goofies, Rapper, was auch immer, dass ich jetzt voll das Geld aus dem Fenster schmeiße, habe ich nie gemacht. Das Einzige, wo man sagen kann, ist jetzt, ja, aber die Klamotten. Wo ist mein Bier? Ich brauche es so sehr. Er labert so viel Scheiße daher. Ich kann nicht mehr denken, es macht keinen Sinn. Ich möchte dem Ganzen nur entrinnen. War das ein Clip wert? War das ein guter Reim? Ja, du voll viel. Ja, ich habe einen Kleiderschrank wert von 500.000 bis heute noch. Ist alles da, obwohl ich habe schon viel aussortiert. Ich sortiere immer aus, also es ist nicht immer so, dass alles war. Hat das nicht auf eBay Kleinanzeigen verkauft? Hat das nicht auf eBay Kleinanzeigen verkauft? Safe hat er das. Ich bin mal raus für heute, verpasse ja eh nichts mehr, man liest sich. Alles klar. Paddy, vielen Dank für deinen Support. Ich wünsche dir eine gute Nacht, hab schöne Träume. Genieß ja, die Woche noch. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Und wenn es gut läuft, mit einer guten, geilen Verlosung. Also, hau rein und danke für den Spaß. Ich hoffe, du konntest gut lachen. Behalte, ich sortiere immer aus. Dann verkaufe ich 3 Sachen, dann kaufe ich eine Sache neu dazu. Also ich würde jetzt schätzen, ein Kleiderschrank ist vielleicht so aktuell 300er. Ne? Und wenn jetzt auch da wieder ein Streamer sagt, ja, er schnackt, er hat gar nichts. Auch hier kann er das Veto einholen. Komm vorbei, komm nach Hamburg. Ich zeige dir meinen Kleiderschrank, mein Lieber. Und jetzt hier auch zum Thema Kleiderschrank. Okay, sagen wir, ich habe jetzt einen Kleiderschrank im Wert von 400k, Sneaker. Warum komm hier nach Hamburg? Ich dachte, du bist in der Türkei. Wo bist du jetzt, Alter? Jacken, Seitentaschen, whatever, ganz viele Sachen. Diese ganzen Klamotten, die habe ich nicht mit meinem privaten Geld geholt. Ich habe die meisten Klamotten einfach über die Klamottenfirmen geholt. A, mehr... Ich dachte, es wäre dein Finanzberater, der dich schlecht empfohlen hat. Komm zu mir nach Hamburg. Ja, das ist jetzt am ersten ist in Hamburg, dann ist er in Istanbul. Alter, der hat die Teleportation erfunden, oder? Er hat so viel Geld in dem Business, dass er, like Elon Musk, einfach noch ein Technologie-Business aufgebaut hat und Teleportation erfunden hat. Mehr Kosten. B, Steuern absetzen. Das heißt, ich bin zum Beispiel VIP bei Dior. Düsseldorf, Junaid ist mein Kollege. Der Schellkamm in Hamburg bei Louis Vuitton bin ich auch VIP oder Prada, was auch immer. Ne? Da habe ich alle meine Kontaktpersonen. Und wenn ich da was hole, dann hole ich das einfach über eine Klamottenfirma von mir. Ich bin in mehreren Modelabels beteiligt. So. Ich habe es einfach gar nicht nötig zu schnacken. Ich habe es auch gar nicht nötig zu flexen. Wenn ich flexen wollte, hätte ich gesagt, ey, guck mal Leute, ich habe hier die ganze Zeit Hunderttausende gemacht mit Klamotten. Ich habe es erst heute rausgehauen, nach 10 Jahren gefühlt. Ich mache Klamotten seit 2014 oder so. Ich war einfach der Allererste. Der Erste, der nur ein eigenes Modelabel gemacht hat. Von den ganzen süßen Influencer-Hasen da. Ich brauche diese Anerkennung gar nicht. Mich juckt das gar nicht. Ich mache meine Dinge im Hintergrund. Deswegen bin ich auch teilweise lebhaft in Istanbul. Nicht, weil ich hier Urlaub mache, sondern bei meiner ganzen Produktion auch. Aber bist du jetzt in Istanbul oder bist du jetzt in Hamburg? Du bist aber echt schnell unterwegs, muss man dir sagen, Bro. Hat ja lange geleckst, dass er Firmen hat und reich ist. Es sagt das nicht erst jetzt. Alter. Ich zweifle an allem. Los, der alle echte Apo vom Quickie-Markt. Schickt mir die Beweise zu. Erstens, ich liege sie wirklich nicht. Vertraut mir, das mache ich wirklich. Ich liege wirklich nicht sowas. Egal was ist. Aber ich glaube dir nicht. Und nein, ich werde dir die 20k nicht zahlen, weil du kannst sie ja wohl auch nicht zahlen. Du hast bis jetzt noch keinen Beweis gedroppt, dass du etwas überhaupt zahlen kannst. Dass du überhaupt noch irgendwas zu essen bekommst, ist gerade das Einzige, woran man noch glauben kann. Alter. Hat nie was Genaues erzählt und jetzt erzählt er das, was man von Mimi gehört hat. Das mit Deadstock, ja. Interessant. Auch hier sind seit knapp 10 Jahren. Und übrigens, das war auch der letzte Nachweis hier jetzt, gell, mit dem Deadstock.
Jahren. Ein weiteres Geschäftsfeld, was ich eingesneakt habe, war irgendwie 2017, 18 glaube ich. Ich glaube 2017. Da habe ich in einen Shisha-Café investiert. So knapp 40%. Ich habe das mit aufgebaut. War auch Mordsarbeit auf jeden Fall. Und das war auch eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Das läuft bis heute noch Gott sei Dank super gut. Und wird auch wahrscheinlich weiter gut laufen. Noch eine Geschichte, eine sehr knallharte Geschichte, war Elektronik. Ich habe Gaming-Hardware verkauft unter der Brand Nano Gaming. Das kann. War das nicht, wo er auch den Controller da gescammt hat? Wo er nicht mal irgendwas schicken konnte an irgendjemanden? Das hat er nämlich, das kam im Video auch vor, ne? Von Prada, VIPs, ja, ganz ehrlich, die VIP-Kontakte, das kann man ja bestimmt alles nachverfolgen. Es muss ja alles offen, öffentlich ansehbar sein, was er ja sagt. Es muss ja überprüfbar sein. Ich zweifle gerade aktuell nur an seinen Aussagen. Das ist offensichtlich. Er hat auch bis jetzt keine Nachweise gebracht. Das Nano wussten wir auch schon davor. Das mit dem Dinger, den Deadstock, wussten wir auch davor. Und das Einzige, was jetzt mal neu war, war diese kleine Schreiben, wo man trotzdem nicht nachvollziehen kann, ob es wirklich von ihm ist oder von irgendwas anderem oder in irgendwelchen Bezug. Ne? Das Nano Gaming Gewinnspiel, genau. Das Ganze nicht auf meinen Namen, wie gesagt, auch auf Kollegen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon aus Deutschland Steuerdingern schon längst raus war. Also auf den Kollegen seinen Namen. Wie viel da umgesetzt worden ist, Freunde, das ist, da habe ich auch erstmal Schock bekommen. Wir haben also Gaming-Headsets verkauft. Warte mal, umgesetzt heißt aber nicht, dass es Betrug war. Wurden nicht auch viele gescammt und nichts verkauft? Ich bin mir da lasse ich aber gerne mich Gegenteil beweisen, dass gegebenenfalls die Leute, die was gekauft haben, alles erhalten haben. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, ob das jetzt Scam war oder nicht. Aber das Gewinnspiel war es. Wir haben Tische verkauft, wir haben Controller verkauft, so SCUF-Controller-mäßig, wir haben Tische, alles mögliche, kleine Peripheriegeräte, alles im Bereich Gaming. Da wurde einfach im ersten Monat, also man hat mit Klamotten schon immer viel gemacht, die ganze Zeit. Und dann kommt doch mal Gaming dazu, komplett neues Feld, komplett neue Nische und auf einmal erster Monat, Digga, fast 300k. Ich denke, what the fuck, im zweiten Monat auch, das war alles noch März, April. Ich denke, Digga, was geht hier ab? Ihr müsst euch... Kann es sein, dass Mimi ein bisschen, das Apparat ein bisschen schwitzt? Kann es sein, dass die Lügen ihnen im Kopf steigen? Vorstellen, das Elektronikgeschäft Nano. Ihr habt gemerkt, das war auf jeden Fall scherzhaft gemacht. Das lief so gut, ich musste dann von einem 600 Quadratmeter Lager switchen auf einem fast 2000 Quadratmeter Lager, weil halt die Sachen mega viel Platz genommen haben. Jetzt Stühle oder Tische, die haben mega viel Platz genommen in tausendfachen Mengen. Da braucht ihr auf jeden Fall sehr viel Lagerfläche. Es war ein sehr lukratives Geschäft und man hat wirklich fast alles, bis auf das letzte Produkt verkauft. Das lief unnormal gut. Das einzige Problem war, man war immer abhängig von China. Du kannst irgendwie nicht eine eigene Produktion machen. Das heißt, du musst irgendwie fertige Ware holen jetzt aus China und du musst ja das alles branden. Und das ist irgendwie nicht das Wahre so. Ich hätte eher irgendwann Bock, eine eigene Gaming-Firma zu machen, aber wirklich mit einer eigenen Produktion und nicht so diese Fertigsachen aus China. Das ist schon ein bisschen, klar gibt es auch qualitative Sachen, aber einfach auch so das Persönliche, wie ich das meine. Deswegen hat man das Projekt auch abgegeben. Nach wie vor ein super gutes, geiles Projekt. Man hat die ganze Zeit sechsstellig erwirtschaftet. Ich habe mich dann auf ein neues Projekt dann konzentriert, was ich aber geheim halte. Was ich jetzt hier leake quasi, wo ich jetzt... Er hat legit noch nichts geleakt. Legend, diesen Auszug zähle ich nicht als Leak, weil hier Leaken heißt für mich auch etwas genauer zu bestimmen, auch zugehörig zu ihm. Da es aber kein Name mit drauf stand, ist das für mich keine Zugehörigkeit. Schlussendlich, er hat hier noch nichts geleakt. Das war schon alles in Mimis Video bekannt. Willst du wen verarschen? Ja, das nennt sich ApoRed, er verarscht wieder. Boah. Beteiligt war, wo ich drinne war, das sage ich auch nur, weil ich auch raus bin. Bei dem einen, weil ich es verkauft habe, bei dem anderen, weil ich es beendet habe. Wo ich aktuell überall drin bin, werde ich nicht verraten. Und einfach auch aus Respekt der Brand gegenüber, weil ich auch nicht will, dass das mit mir in Assoziation gebracht wird, weil ich halt irgendwann mit Social Media vielleicht irgendwann aufhöre und das davon... Dein Punkt war schon erreicht, dass du am besten aufhörst und lieber dein Business nachgehst. Es geht... Oh Gott. Schaden trägt so einfach aus dem Grund, soll das einfach so ein bisschen im Hintergrund bleiben. Und irgendwann, vielleicht nach 10 Jahren, whatever, vielleicht wird es ja irgendwann verraten, wenn ich da irgendwann meine Anteile verkauft habe. Aber erstmal jetzt nicht. Also ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich behindert viel verdient durch sehr viele verschiedene Quellen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich gebe die ganze Zeit nur 3-4 Mille im Monat aus. Also ich habe nicht den super Party-Lifestyle gehabt. Interessant, 3-4 im Monat aus, alles klar. Mhm. Bei der Miete von 1600 in Hamburg, wo er nicht mehr in Hamburg übrigens lebt. Er lebt jetzt wohl in Istanbul und in Hamburg gleichzeitig. Es gibt ja immer noch nur 1600 Euro für die Miete aus, weil in Istanbul lebt er umsonst. In Hamburg lebt er umsonst, weil er ja in einer Sozialwohnung lebt, die er selber nicht mal bezahlt, sondern wohl seine Frau dann wahrscheinlich. Und natürlich gibt er trotzdem nicht mehr als 3-4k aus,
Weil er natürlich das Ganze irgendwo Schrödingers Abbruch, Alter, nein. Da tut mir der Schrödinger leid, Alter. Ich komm. Alter, er ist nicht so gefährlich wie Almarello, aber er ist halt genauso gestört in der Hinsicht gerade. Und das war nicht mit gestört, nicht als irgendwie eine Behinderung, sondern, sorry, aber egal was er sagt, bis jetzt war hier nichts nachweisbar. Das ist einfach nur bis jetzt absolut mehr Lügen und Reden, aber keine Tatsachen. Ein Held, ich sage jetzt einfach ein kleines Beispiel, ein Held brüstet sich nicht mit seinen Heldentaten, ein Held zeigt das Ganze einfach in Taten. Ich finde, der Spruch passt dann gut, weil, hier Apoet brüstet sich mit irgend viel, aber hat bis jetzt auch keine Tat gezeigt. Also ist er kein Held. Er ist ein absoluter Faker aktuell und bleibt auch dabei. Wie gesagt, wir haben keine Beweise. Ich habe gesagt, ich akzeptiere Fakten. Hier war aber nichts bis jetzt faktisch nachgelegt, außer die Sachen, die Mimi schon geleakt hat. Und dieser Schreiben ist für mich noch kein Fakt, weil wir sehen seinen Namen nicht dazu, die offiziell auf so ein Schreiben drauf ist. Easy peasy. Auf Yacht und was auch immer. Nein, immer humble, was das angeht. So, ich habe nie voll übertrieben und hier und da. Natürlich, hier und da ein bisschen das Geld gestohlen. Ich besitze Millionen, ihr seid alles nur NPCs, ihr seid alles nur Goofies, ihr seid alles Neider, ihr seid alles Scheiße, ich bin der Main-Character, ich bin der allerechte Hase. Ah, nee, hast du ja nicht übertrieben. Nein! Direkt ein bisschen in Krypto, ein bisschen hier, ein bisschen da, gehört auch dazu, aber... Krypto natürlich auch, er ist bewusst mit dem Geld, aber Krypto. Interessant, einer der größten Risikofaktoren bei Finanzen. Nie Geld einfach so rausgeballert. Gott sei Dank. Krypto. Das habe ich von Tag 1 bis heute nie gemacht. Und das ist einfach eine Grundeinstellung von mir. Krypto. Es ist unmännlich. Es ist unmännlich, einfach Geld rauszuballern. Und ich sehe mich als eine sehr starke männliche Person und ich finde das einfach dumm. Die Leute, die mich privat kennen, ob es jetzt, keine Ahnung, ein ABJ oder andere sind, ein KS-Freak, die können das auch alle bestätigen. Ich habe nie das Geld aus dem Fenster geschmissen. Ich habe nicht mal... Krypto. Und warum hast du nicht Geld aus dem Fenster geschmissen? Vielleicht, weil du auch gar keins mehr hast seit Jahren. Kann ja gut sein. Lukas, Hebelinvestition ist sehr vernünftig umgegangen mit Geld. Oh nein, eine Hebelinvestition. Das ist 5-8 Sterne-Hotels geholt und 300 Euro für die Nacht gezahlt, sondern einfach ganz normal, so keine Ahnung, Preis-Leistung, so ein Achi oder Sterne-Hotels geholt und 300 Euro. Ich habe nie das Geld aus dem Fenster geschmissen. Ich habe nicht mal 5-8 Sterne-Hotels geholt und 300 Euro für die Nacht gezahlt, sondern einfach ganz normal, so keine Ahnung, Preis-Leistung, so ein Achi oder 100er, was auch immer. So diese Standarddinger, so ist es meine. War da nicht in so einem komischen Dubai-großes Dinger da und alles? Ich weiß ja nicht. Klar, Finanzamt regt sich jetzt auf. Ich zahle seit 5 Jahren keine Steuern mehr in Deutschland. Die haben Prüfung hier gemacht, Prüfung da gemacht, von irgendeinem Gewerbe hier, von irgendeinem Gewerbe da. Meine Einnahmen laufen alle auf entspannt, steuerfrei. Aber ich muss natürlich sagen, ich zahle natürlich Umsatzsteuern. Das heißt, wenn ich jetzt Klamotten verkaufe... Entspannt, steuerfrei. Kennst du einen Achim? Nee, ich kenne keinen Achim. Entspannt, steuerfrei als Unternehmer in Deutschland. Woanders übrigens, zahlt man nicht auch in jedem anderen Land auch nicht irgendwo Steuern? Oh, Alter. Ja, nee. 90% Umsatzsteuer, die zahle ich immer, ist eine klare Nummer. Aber Gewinnsteuer, ich bin ehrlich, ich habe es nie eingesehen, 50% von meiner kreativen Arbeit, von meinem Gewinn abzugeben. Es macht einfach gar keinen Sinn. Also es ist scheißegal, ob du es einsiehst. Es ist Pflicht ab einem gewissen Einnahmendinger. So, wer das machen will, macht das. Aber ich war nie auf diesem Trip. Ich war nie auf diesem Film. Und man sieht auch heute, der eine Streamer geht broke, Finanzamt, der andere will abhauen nach Madeira, weil einfach zu Finanzamt zu viel will. Ein Unge ist schon damals abgehauen, weil er einfach ein Fuchs war. Ich würde mich, was das angeht, auch einfach als Superfuchs bezeichnen, weil ich einfach generell nie viel Steuern in Deutschland gezahlt habe und einfach relativ rechtzeitig, bevor ich halt übel viel verdient habe, einfach schon abgehauen bin. Das ist auch der Grund, warum ich seit ein paar Jahren auch nicht länger als 6 Monate in Deutschland chillen darf. Weil wenn ich mehr als 6 Monate in Deutschland chille, habe ich automatisch deutsche Steuerrechte. Ich lebe in Eastie, ich lebe jetzt auch aktuell in Dubai. Ich bin auch demnächst in Dubai, wird da wahrscheinlich 5-6 Monate bleiben. Ich lebe aktuell in Dubai, ich bin demnächst in Dubai, ist aber gerade in Hamburg, aber auch in Eastie. Kennt man ja, ne? Ich bin ein Fuchs, den habe ich 1,7 Millionen Steuerschulden in Deutschland. Wie gesagt, es ist natürlich eine Hochrechnung. Ich kann schon vorstellen, dass es eine Hochrechnung ist. Ich habe selber einen Kollegen, der hat Immobilien. Jetzt nicht so extrem viele, wie er immer Apoet hier sagt, wie man so viele haben kann, aber er hat Immobilien, dementsprechend hat er auch steuerliche Sachen zu klären. Ja, sie haben auch schon mal eine Abschätzung gemacht, die höher ist als tatsächlich.
Es ist aber auch normal, dass du deine Steuerschulden höher schätzt, als es tatsächlich ist. Weil sie gehen auf den im Grunde den Worst-Case-Szenario ein. Achi und Dubi, die zwei Brüder. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Kann man das essen? Und wenn ich Bock habe, gehe ich mal nach Deutschland. Ob es jetzt Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, was auch immer ist. Das heißt, ich lebe an drei Standorten. Das heißt, diese ganzen Gerüchte von er ist broke und der kann sich gar nichts mehr leisten, der hat alles Quatsch, alles Cap. Und ich sag noch einmal, zum dritten Mal, wenn irgendein Streamer wieder kommt und sagt, ja, der lügt, dann hab die Eier, 20 Mille zu wetten, dann sag, komm her, ich zeig dir. 20 Mille, Bro. Jeder Normalsterbliche geht erstmal arbeiten dafür und das ein halbes Jahr. Fresse halten. Einfach die Fresse halten und einfach mal zeigen. Wenn du Eier hast, dann zeigst du das. Aber man merkt ja. Du hast ja nur die Eier, wenn du mal wieder absolut corny unterwegs bist. Fahrzeugbriefe? Digga, ich zeig dir Autos von mir aus, was du willst, Digga. S-Klasse, E-Klasse, C-Klasse, was du willst. Ich kann dir auch Bilder aus dem Internet zeigen, ja geil. Ich zeig dir Klamotten, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Cool, kann ich auch fotografieren. Sneaks, whatever. Alles da, alles cool. Und ich zeige dir auch natürlich den Proof zu allem, was ich gesagt habe. Ob es jetzt die Firmen sind, die Umsätze, die Anteile, die alles, gar kein Problem. Ich dachte, er wollte die Firmenanteile geheim halten. Jetzt kann man es aber zeigen. Aber du musst mindestens 20.000 Euro einsetzen. Das ist ganz wichtig. Das musst du. Und er macht hier den Provokanten. Und ich hoffe darauf, dass jemand das sogar versucht. Dass jemand, der wirklich das Geld hat, also für mich sind 20.000 ein Ding der Unmöglichkeit. Mal ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nächstes Jahr heiraten kann. Aber es gibt Leute, die haben das Geld über und sie könnten das sogar wetten. Ich hoffe, sowas wie Montes, Girls, es gibt bestimmt noch andere. Es gibt bestimmt noch andere. Tim würde ich jetzt nicht vermuten, dass er sowas einsetzt, weil er ist immer noch Familienvater und deswegen, ich glaube, auch in der Hinsicht würde er das so lassen, hoffe ich mal. Aber ganz ehrlich, ich hätte voll Bock auf, dass so ein Skirrus das macht. Ich weiß nicht, warum. Auch kein Skirrus, ich will nicht, dass Monte macht, ich will lieber Skirrow. Und bevor jetzt jemand sagt, ja, warum hast du es nicht vorher gesagt? Ich wollte erstmal abwarten, bis dieser scheiß Insi-Modus deaktiviert wird. So, ganz einfach. So, aber ich habe jetzt aber gedacht, weil dir gerade die Aufmerksamkeit da ist, weil es gerade jeden interessiert, hau ich es einfach jetzt raus, der Insi-Modus wird sowieso deaktiviert. Ich chill sowieso gerade in Istanbul. Ich habe eine schicke Wohnung in der besten Lage mit... Also jetzt ist er wieder in Istanbul. Denk dran, Teleportationsskill. Mit 3 Meter hohen Decken. In Dubi könnt ihr mal... Ach, jetzt sind die Decken wieder hoch. Davor waren sie in Hamburg in einer Sozialwohnung mit 2 Meter hohen Decken. Aktuell gucken, wie viel da überhaupt Miete kostet. Ne? Der Lifestyle ist dort nicht günstig. Also werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgeben als sonst. Aber Wayne, wer weiß, vielleicht hole ich deine Eigentumswohnung. Wer weiß. Schau mal, Istanbul ist eigentlich, ich glaube, von den Lebensunterhaltungskosten, glaube ich, günstiger, so wie ich das noch in Erinnerung habe. So auch die, also zumindest das, was ich jetzt noch im Kopf habe. Wie gesagt, ich war ja vor 1,5 Wochen. Das, was ich zugebe, was Aborett nie zugegeben hat. Der Apo, der Lügner. Ja, ich habe feste Haare von Mutti. Ja, nee, klar. Deswegen warst du auch zufälligerweise mit einer Haar-OP beschäftigt. Vielleicht habe ich in Istanbul ein paar Eigentumswohnungen. Vielleicht habe ich eine, wo ganz viele Sachen noch von mir liegen. Wie gesagt, ich versuche ein bisschen undercover zu bleiben. Man muss ja nicht alles von sich preisgeben. Nicht alles von sich preisgeben, aber wenn jemand 20 Mille, 1000, wettet, dann gibst du alles preis von dir. Das ist interessant. Das ist... Mimi, lass dich sponsoren, Alter. Lass dich sponsoren von irgendjemandem. Und auch in Dubi kann ich auch sagen, da wird auch gerade ein neuer Wagen geplant. Auch mit einem Umbau schon wieder. Der wird so oder so kommen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Streamer-Goofy sagt, ja, der schnackt alles Geschnacke und bla bla bla. Der Typ, der lebt da in Deutschland in einer Einzimmerwohnung und der ist da auf Amtsbasis. Was du jetzt aktuell hast oder machst, das weiß ich nicht. Ich sag nur, dass so alles, was du in diesem Video hier gesagt hast, eine Lüge ist, beziehungsweise Sachen, die schon von Mimi geleakt worden sind. Entweder oder aktuell. Und du hast nichts nachgewiesen, Bro. Das heißt, aktuell, und ja, das sage ich, du hast in jedem Fall entweder gelogen oder, wie gesagt, etwas veröffentlicht, was jeder schon wusste. Das ist für mich die komplette Wahrheit, Alter. Muss man sagen. Und du gibst mir 20 Mille und zeigst mir die Beweise. Was hältst du davon, wenn du Eier hast? Oh, hey, mein Bier ist leer. Ich werde wieder nüchtern. Dann kann man sich so einen Scheiß nicht mal antun. Auf Burgi-Geld, alles Lüge. Ich werde so oder so ein Dubi chillen. Ich verdiene mein Geld mehr als genug. Ich bin fleißig seit 10 Jahren.
Stimmt, er hat die Unwahrheit gesagt. Er verdient sein Geld seit 10 Jahren. Pfandsammeln gilt nicht als Geld verdienen. Per se, als Job. Entschuldigung an die Leute, die wirklich auch bedauerlicherweise Pfand sammeln müssten, weil sie es nicht anders können. Wenn andere Streamer ein paar Jahre am Start sind, sich übel krass fühlen, weil sie ein paar Zuschauer haben, ein bisschen Geld verdienen, du verdienst 50.000, wow, du bist geil, davon sowieso die Hälfte abdrücken, sich jetzt übel krass fühlen, denken, die sind die übelsten Macher. Junge, du kleiner Goofy, du kleiner Pott, ich bin selbstständig seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren durchgängig. Toll, ich kann mich auch als Unternehmer anmelden, ob ich was dann erreiche, hat auch nichts damit zu tun. Ich habe mich vor 2 Jahren als Unternehmer angemeldet. Oh mein Gott. Wenn ich in 20 Jahren trotzdem noch nie einen Gewinn abwerfe, ist es scheißegal. Ich kann dann sagen, ja, Alter, ich habe 22 Jahre lang mich als Unternehmer unterwegs gewesen. Oh Gott, ey. Wie viel Schwachsinn ein Mensch labern kann. Aber er hat nie angegeben? Nee. Nein. Das ist kein Angeben. Das ist nur der echte Hasen-Style. Angst-Hasen-Style, weil er nichts beweisen kann. Und ja, wie das sich über andere stellen. Das merkt man auch absolut, wie bodenständig er ist, wie realistisch er ist. Wie gesagt, das, was jeder am meisten an ihm eigentlich nicht ausstehen kann, ist seine selbstgefällige, arrogante, eklige Art, die an den Tag liegt. Dieses Gottgehabe, was er da so tut. Ohne Scheiß. Das ist das, warum die meisten ihn so oder so deswegen absolut nicht ausstehen können. Ich sage nicht das Wort hassen, weil Hass heißt, du willst ihm wirklich körperlich und geistig auf eine andere Ebene Schmerzen zufügen. Da kann man halt auch die Stadt sauber halten. Aber er hat nie angegeben, halten. Über andere Stelle meine ich. Große Influencer hier, Upper Red hier, ja. Große Influencer sind ganz da unten und ey, der Upper Red ist hier oben, der schwebt in den Himmel. Er ist ja der allerechte Hasengott-Main-Charakter, den man nicht ernst nehmen kann. Ich nicht mit einer Geschichte, mit 3, 4 parallel am Hasseln. Und deswegen sage ich nicht, Upper Red ist Main-Charakter. Am Hasseln heißt es nicht sowas wie am Schwanken, so gefühlt. Also er schwankt damit, weil er kaum Einnahmen hat oder gar keine Einnahmen hat oder Schulden hat. Aber Red, der lügt noch. Weil er mehr Fame hat, weil er mehr Geld hat, weil er mehr Autos, weil er mehr Schuhe, weil er mehr da hat, was auch immer. Es geht nur ums Machen. Und was das Thema Machen angeht, rein faktisch gesehen, kommt keiner an mich ran von euch. Keiner. Diese Erfahrung, die ich habe, da kommt keiner von euch einfach ran. Ihr habt nicht, wie ich... Rein am Machen. Wenn du aber auch nur am Scheiße bauen machen bist. Wie war das? Jemand zieht dich auf sein Niveau runter, ne? Also ein dummer Mensch zieht dich auf Niveau runter und schlägt dich dann mit Erfahrung. Das kannst du jetzt irgendwie auch übertragen. Wenn jemand viel macht, aber nur Scheiße erreicht, schlägt er dich trotzdem in Erfahrung, weil er hat viel Scheiße erreicht. Oh, Alter, das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Er hat hier nichts bewiesen, keine Fakten. Und solange keine Fakten ist, kann man ihn doch eher als Lügner hinstellen, als die Wahrheit sagen. Weil seine ganze Karriere, seitdem, spätestens beim Carina-Vorfall und den ganzen, wenn du Eier hast, durchgängig nachgewiesen wurde, dass er ein Faker ist. Und dass man ihnen jetzt glauben soll, macht halt keinen Sinn. 3 verschiedene Lager aufgebaut, deutschlandweit. Einmal im Osten, einmal im Norden, einmal im Westen. Ihr habt nicht... Lager aufgebaut, heißt nicht, dass sie gut laufen. 100.000 Produkte verkauft. Ihr habt nicht so viel Erfahrung gesammelt. Ihr habt nicht 4 Geschäfte parallel successful, also erfolgreich, die ganze Zeit zum Laufen gebracht. Ach, jetzt hat er doch wieder erfolgreiche Geschäfte, aber er hat Steuerschulden mal gehabt, so auf diese Art und Weise. Klar. Wenn ihr irgendwas hinkriegt, dann kriegt ihr das wahrscheinlich so mit dem Management hin, die euch da hinterherrennen und euch den Arsch so nebenbei. Aber so richtig selber gehasselt habt ihr gar nicht. Nebenbei gehe ich noch trainieren, nebenbei ernähre ich mich gesund. Ich habe so viele gute Gewohnheiten, die kommen gar nicht an mich ran. Charaktertechnisch. Er hat so viele gute Gewohnheiten, da kommt er charaktertechnisch nicht an ihn ran. Er hat eine Dame in Doggy-Style genommen und die Wände haben gebebt und es hat geklatscht und die alle haben es zugehört. Er hat eine 16-Jährige geklärt. Er ist die ganze Zeit eine dauerrot geile
corny Mensch, der unterwegs ist und alles, was er nicht auf drei auf dem Baum ist, am liebsten flachlegen möchte. Der schüchterne Moslem. Interessant. Geile Charakterzüge. Übrigens auch noch eine Belästigung, ne? Carina, das ist aber jetzt auch gerichtlich ja durch. Also geile Charakterzüge, ganz ehrlich. Ich bin lieber arm, aber weiß, wo mein Herz hingehört, wo ich moralisch bin. Aboret ist einfach ein kleines Licht. Ne? Er hat einfach kein Herz mehr wohl. Wie kann man denn wirklich Real Talk so von sich abgehoben sein und meinen, das ist ernst? Wie traurig muss ein Mensch eigentlich sein? Beleidigung ohne Niveau ziehen dich runter und zeigen, wie scheiße du bist. Beleidigung mit Niveau stellen dich nach oben und zeigen, dass du dort nicht klarkommst. Es ist traurig einfach nur. Es ist einfach nur maximal traurig, wie ein Mensch sich dann so dahinstellen kann und nicht mal wirklich irgendwann mal sagt, hey, seelisch, ich kann nicht mehr, ich breche mich doch selber. Einer Voldemort machen, seine Seele mal siebenmal brechen. Er hat keinen umgebracht, das wollte ich nicht unterstellen. Ich meine nur, dass er sich selber permanent so in Lügen verstrickt und es kann sogar jetzt sein, dass es wahr ist. Es ist mir aber scheißegal, er hat sich so oft widersprochen, gelogen, auf Gott geschworen. Er hat seine Seele so oft gebrochen. Wie kann ein Mensch jetzt noch weiterhin so hinstellen und sagen, hier, das ist alles faktisch richtig und sich über andere Menschen stellen, obwohl er selber permanent als Mensch immer wieder das Schlimmste gezeigt hat, was man machen kann? Ihr kommt? Entschuldigung, Schlimmste, jetzt nicht vom Schlimmsten, sondern, wie soll ich sagen, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich kann es gerade echt schlecht in Worte fassen. Ich bin gerade schon echt etwas emotional durch. Nicht an mich ran. Und es tut mir leid, das klingt arrogant, aber das ist meine ehrliche Meinung. Ich bin sehr selbstbewusst. Und ich lasse mir das... Es tut mir leid, es klingt arrogant, aber ich bin sehr selbstbewusst. Könnte vielleicht sein, könnte auch nicht sein. Ich hänge ihn keine Morde an, das mache ich auch nicht. Ach, wie soll ich es umschreiben? Er ist das Schlimmste als Lügner und als jemand, der einfach... Ja, doch. Im Grunde... Einer der Todsünden ist doch Lügen, oder nicht? War das nicht irgendwie sowas? Im Grunde könntest du... Welche Todsünde würde man auf ihn zutreffen? Das könnte man vielleicht sogar hinkriegen. Ich glaube, damit kommen wir jetzt besser hin. Aber ihr wisst, was ich meine. Ist auch nicht Beat. Gier, Völlerei, so eine Art. Wenn dann irgendwelche Goofy-Streamer kommen, deren Arbeit nehme ich gar nicht ernst. Was ist das für ein... Das ist nicht mal Arbeit, Digga. Das ist nichts. Das ist ein Hobby. Das ist eine ehrliche Meinung. Ich bin sehr selbstbewusst. Und ich lasse mir das auch nicht bieten, wenn dann irgendwelche Goofy-Streamer kommen, deren Arbeit nehme ich gar nicht ernst. Was ist das für ein... Das ist nicht mal Arbeit, Digga. Das ist nichts. Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn. Aber Neid? Wahrscheinlich nicht. Völlerei? Ja. Habgier? Ja. Wollust? Ja. Hochmut? Ja. Trägheit, je nachdem, wie man es sieht, die letzten 3 Jahre, ja. Zorn, nein. Auf ihn trifft eigentlich irgendwie viel zu, ne? Wobei Völlerei, warte mal, nee, Völlerei nicht ganz sicher. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Habgier, Wollust und Hochmut. Die drei safe. Naja, Wollust, wie gesagt, er schreibt ja alles, was auf 3 Minuten auf dem Baum ist, ne? Das ist ein Hobby. Und dann kommen die und zeigen mit dem Finger auf mich und sagen, der ist ein Schnagger, der macht gar nichts. Du kleiner Go, wo du die ganze Zeit auf Netflix und auf TikTok rumgehangen hast. Völlerei, zählt das nicht schon auch zu Habgier? Völlerei dachte ich eher so in Richtung die ganze Zeit unersättlich essen und sowas. Schwierig. Weil Völlerei und Habgier ist manchmal ein bisschen tricky. Und dir irgendwelche einen runtergeholt hast und was auch immer, habe ich gehustelt. Mit meinem älteren Bruder, mit meinen Freunden. In Istanbul, Produktionsmanagement, hier, China, nach China gegangen, Sachen abgecheckt. Die ganze Zeit, 24/7, 16 Stunden am Tag arbeiten. 16 Stunden am Tag, jahrelang durch, hinweg. Und dann kommen diese kleinen Opfer, diese kleinen Goofies und sagen, der ist ein Schnagger, der macht gar nichts. Habgier ist doch, dass du nichts abgibst und Völlerei ist, dass du im Überfluss lebst. Trifft beides. Er sagt, auf Vertrauensbasis gibt er den anderen Anteile. Müsste ja im Grunde schon fast Habgier wegfallen. Hochmut, Stolz, Eitelkeit, Übermut. Habgier, Habsucht, Geiz. Boah, die Auflistung ist etwas seltsam. Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Unmäßigkeit, Selbstsucht. Okay, Selbstsucht trifft ganz gut zu. Nein, Eifersucht und Missgunst?
Boah, schwierig abzuschätzen. Faulheit, Feigheit, Ignoranz. Oh, das trifft ganz gut. Trägheit des Herzens. Oh ja, das könnte auch. Wow. Aber das sind nur alles Annahmen. Denkt er dran. Hier, Fazit. Ich habe nie geschnackt. Und wenn jetzt einer von diesen Streamern kommt, wie gesagt, nimmt einen Punkt und sagt, ey, der hat da geschnackt, komm her, wir wetten um 20 Mille, du wirst sowieso am Arsch sein. Wird sich sowieso wahrscheinlich keiner trauen, die werden wahrscheinlich dann wieder hinterrücks nur wieder Müll über mich labern, aber damit ihr jetzt Bescheid wisst, ihr habt alles schwarz auf weiß, der Insi-Bonus wird sowieso deaktiviert, der Insi-Bonus hat sowieso keine Was war das nochmal? Ich höre nochmal zu. Du wirst sowieso am Arsch sein. Wird sich sowieso wahrscheinlich keiner trauen. Die werden wahrscheinlich dann wieder hinterrücks nur wieder Müll über mich labern. Aber damit ihr jetzt Bescheid wisst, ihr habt alles schwarz auf weiß. Der Insi-Bonus. Wir haben jetzt hier noch gar nichts schwarz auf weiß. Interessant. Bonus wird sowieso deaktiviert. Der Insi-Bonus hat sowieso keine Auswirkung auf mich. Ich lasse ihn sowieso deaktivieren nebenbei. Mir geht's gut. Ich habe sowieso nichts in Deutschland auf meinen Namen. Selbst die ganzen Klamotten, die sind nicht auf meinen Namen. Die ganzen Klamotten gehören theoretisch den Modelabels, okay? Gar nichts ist mehr auf. Und theoretisch gehören ihm die Klamotten nicht, die gehören den Modelabels und die Modelabels gehören ihm theoretisch eigentlich auch nicht. Er ist nur dort und arbeitet als Verkäufer und zieht sie ab und zu mal an. Jetzt macht alles Sinn. Oh, jetzt macht es Sinn. Oh, das erste Wort ist das Fremdwort, das zweite ist die Übersetzung und das in Klammer. Ja, ich habe es schon verstanden, aber ich liebe diese 1, 2, 3 untereinander. Das ist, hintereinander ist absolut für mich. Disgusting, kann man so sagen? Das versuche ich auch schon auf Englisch. Klar, weil er nichts hat, läuft alles auf andere. Er kann halt nichts nachweisen, schlechte Ausrede. Das kann Twitch leider nicht. Ja, das ist schade eigentlich. Ja. Auf meinen Namen, schon seit Jahren in Deutschland mehr. Selbst meine ganzen Firmenanteile habe ich fast alle weitergeleitet und umgeschrieben. Ich bin, was diesen Sachen angeht, immer ein kleiner gewiefter Fuchs gewesen. Gott sei Dank. Ich habe meine Community, die ich über alles liebe, noch nie diesbezüglich angelogen. Wenn ich bloß... Gott sei Dank. Ich habe meine Community, die ich über alles liebe, noch nie diesbezüglich angelogen. Wenn ich... Er hat seine Community doch tatsächlich nie dazu angelogen. Nein, nein, nein. Nee, 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 gar nicht. Hat aber auch jeden schon so oft nachgewiesen. Alter, willst du einen echt bekloppt machen? Boah. Ich kann nach diesen Reaction kann ich doch nicht schlafen, Alter. Ich bin so aufgewühlt, wie emotional geisteskrank das gerade ist, Alter. Also es laufen alle Firmen und alle Besitze auf andere. Schlauer Hase, alles auf Vertrauensbasis. Wir fassen zusammen, er ist Brokey Mokey, laut dem Staat und alles Mögliche. Aber er hat so viele Sachen außenrum, die ihm gehören, inoffiziell alles auf Vertrauensbasis. Also hintergeht er noch, wie viele Leute und wie viele Steuern und was macht er alles? Bitte, das muss irgendjemand aufarbeiten. Bitte, bitte, bitte. Und bitte vielleicht auch mal die ersten paar Stunden eines Psychologen, um vielleicht gegebenenfalls doch festzustellen, dass hier vielleicht ein bisschen was aus dem Ruder läuft und ihnen vielleicht dann helfen. Ich bin trotzdem noch ein Gutmensch, ich möchte, dass den Menschen geholfen wird. Und er braucht eindeutig wohl dringende Hilfe. Ich kann ihm einfach nichts glauben, er hat nichts schwarz auf weiß gezockt. Wenn er mir das Schwarz auf Weiß droppt, dann gerne, dann kann ich auch sagen, hey, im Nachhinein, da hat er noch recht, da hat er noch recht, da hat er noch recht, da hat er noch recht. Kein Problem. Aber so kann ich ihn einfach nichts glauben. Habe ich auch schon im letzten Video gesagt. Ich war noch gutmütig beim letzten Video. Da es ein Prank ist, glaube ich ihm gar nichts mehr. Selber schuld, er hat seine Glaubwürdigkeit verloren. Brokey Mokey wäre, würde ich einfach sagen, juckt mich gar nicht. Ich mache in 3 Sekunden 100.000 Euro. In einem Monat mache ich das, gar kein Problem für mich. Kurz neues Gewerbe öffnen, boom, bam, bing. Digga, und die ganzen Streamer wissen das, die kleinen Schnacker. Aber ich habe A, keinen Bock und B, weniger Zeit, weil ich auch gerade wieder ein neues Projekt in Eastie gerade habe, weswegen ich die ganze Zeit chille. Und das ist International Business und da steckt viel mehr Potenzial und viel mehr Geld, als wenn ich das hier ein bisschen YouTube-Hauhi mache. Aktuell macht YouTube halt einfach nicht so viel Spaß wie damals. Ihr seht ja diese ganzen Opfer, die da unterwegs sind. Denkt ihr, bei diesen kleinen Opfern habe ich Spaß, jetzt irgendwie Content zu produzieren? Mit Leon, ja, macht Spaß. Mit Simon hier und da, mit meinen Boys so. Aber wenn ich diese ganzen Kackfressen da sehe, da muss ich doch direkt wieder kotzen. Wir wollen das Video nicht so lang halten. Fazit, Insi-Modus, ja, ist da, wird aber deaktiviert. Hat aber keinen Einfluss auf meine finanzielle Lage. Mir geht es nach wie vor top. Ich bin nach wie vor, wie immer, einmal ein sehr fleißiger Mann. Immer am Hustlen. Gott sei Dank, mir geht es die ganze Zeit gut. Ich lebe in Eastie. Ich lebe in Dubi hauptsächlich. Ich habe einen sehr gechillten Lifestyle die ganze Zeit. Ich habe ein sehr starkes Mindset. Ich habe noch immer den brutalsten Kleiderschrank in ganz Europa. Mir
geht es top. Mir geht es so gut, jeder von diesen Goofies würde mit mir tauschen. Jeder. Aber könnt ihr nicht. Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal. Es kommt demnächst eine leckere Foodtour und, ey, ich nutze diesen Moment noch kurz aus. Es kommt bald auch ein neuer Song von mir. Mit dem Titel Main Character. Yes, habt ihr richtig gehört, Freunde. Seid gespannt, ich drehe aktuell das Musikvideo. Richtig leckerer Song, richtig nice. Mua, Trebia. Er jagt doch den ganzen Tag nur Frauen hinterher. Safe. Also, Dislike, safe. Reaction nach 48 Stunden hochladen, damit habe ich gar keine Probleme, das halte ich locker ein. Also, kurze Zusammenfassung. Das Video ist scheiße, das ist absoluter Müll, das ist der letzte Dreck. Wir haben eigentlich auch schon fast gar keine Hoffnung mehr gehabt. Er hat jetzt bewiesen, dass er wirklich nichts drauf hat, das ist klar. Die einzige Vermutung, die ich jetzt gerade habe, falls das wirklich, also es klingt viel zu strukturiert triggerhaft. Es klingt viel zu strukturiert triggerhaft für seine Intelligenz. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier irgendjemand ein Drittes schon daran arbeitet, das als soziales Experiment zu exposen, um zu sehen, wie Reaction-Streamer drauf reagieren. Ich habe so ein ganz starkes Gefühl, dass es das sein könnte. Ich hoffe auch, dass es das ist, weil ansonsten zweifle ich an der Menschheit, dann zweifle ich allgemein an ein Herz bei ApoRed, dass er das schon längst verloren hat und auch übrigens auch sein Verstand und sein moralisches Gewissen ebenfalls dazu. Ich hoffe lieber, dass es ein Experiment ist, weil immer noch, ich bin ein Optimist, ich glaube immer noch, dass es nicht so geisteskrank schlimm sein kann. Aber mit jeder Minute, mit jeder Sekunde sinkt die Hoffnung dazu. Das Video war, hätte ich doch lieber noch mit zwei Bier-Intos mehr anschauen sollen. Ich bin jetzt emotional absolut aufgekratzt, weil es einen Menschen wie ihn jetzt gerade so gibt, der so viel Scheiße haut. Nicht, dass er nicht existieren soll, sondern dass er diese Moves bringt. Ne? Ich wünsche, er würde nicht diese Moves geben und er würde seinen einfach 0815 ist falsch ausgedrückt dafür, sondern er würde seinen Standard-Content machen, der nicht auf Realness basiert. Ist doch egal, ob er jetzt 10 oder 2 Pranks macht, er ist nicht mehr glaubwürdig. Er kann mit Pranken so viel er will. Wenn er mal die Wahrheit sagt, glaubt ihm keiner mehr. Genau, das ist es. Wir brauchen schwarz auf weiß Beweise, ansonsten geht gar nichts mehr. Er hat keinen Funken Wahrheit mehr, also keinen Funken Glaubwürdigkeit mehr. Ihm glaubt man nicht mehr, ihm will man nicht mehr glauben. Er hat sich verspielt. Ich habe gesagt, Leon hat ihn jetzt damit absoluten Grunde den Overkill gegeben, was Glaubwürdigkeit angeht. Ihm kann man nicht mehr glauben, das kriegt er nicht mehr zurück. Dafür muss er viel zu viele leaken von sich selber. Er kriegt jetzt noch hier mit diesem einen Aufruf. Er kriegt damit hier absolut noch einmal Reichweite. Ein einziges Mal. Aber das war's. Danach ist er Geschichte. Solange er nicht irgendwelche komischen Sachen wieder rausdroppt, wie zum Beispiel der allerechte Main-Character, der viele Menschen triggert, weil, ja, ihr wisst ganz genau, was da rauskommt. Ja, er ist der Gute, alle anderen sind die Scheiß-Leute und sowas. Das triggert die Leute, das weiß er auch ganz genau. Das funktioniert ganz gut. Da kriegt er auch nochmal ein paar Klicks. Aber er muss jetzt Shitstorm für Shitstorm machen, damit er noch halbwegs was verdient und halbwegs aus seiner Misserienlage, die wir aktuell so auch annehmen dürfen und können, rauskommt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich kann nicht mehr. Ich trinke jetzt noch einen kurzen am besten und gib mir noch am besten, werde als Ex-Raucher wieder anfangen zu rauchen. Zum Glück habe ich keine Zigaretten mehr hier. Die habe ich schon seit Monaten weggeschmissen. Alter, geht halt nicht mehr. Falls ihr hierher geschaut habt, ihr seid genauso stabil. Ihr seid, ja, ihr habt es geschafft, ihr seid echt top, on top, ohne Scheiß. Ihr kriegt erstmal viel, viel Liebe und Dankeschön. Viel, viel Liebe, ihr habt es echt geschafft, dass ihr es geschafft habt, Alter. Ihr habt es geschafft, dass ihr es geschafft habt, geil. Ihr merkt schon, ich bin Brokey-Mokey im Kopf mit seinen Brokey-Mokey-Aussagen von ihm. Apo, 4 Stunden, 2 Stunden, 2,5 Stunden, Mimi, 1,5 Stunden, ein bisschen mehr sogar, obwohl es Wahrheit. Ich weiß nicht, was anstrengender ist. Shoyokas, ihr Streams oder das jetzt gerade. Das ist ganz, ganz, Alter, das ist eine Balance, ey. Boah. Da müssten wir wirklich ein Punktesystem einführen. Das war wow. Also, ich verabschiede mich, haut rein. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.